Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und für dieses Gespräch war ich in Oberösterreich zu Gast bei Steve, dem Flusswanderer. Ich habe ihn kennengelernt, weil mein Mann und ich heuer ebenfalls unsere erste Flusswandertour unternommen haben. Und wenn man über diverse Suchmaschinen nach Infos über diese Art zu reisen sucht, kommt man an Steves Seite nicht vorbei. Die ist voller toller Infos, Videos, Beschreibungen und ist somit ein ideales Tool für Beginner und auch für erfahrene Flusswanderer. Ja, und da war es für mich natürlich naheliegend, den Mann hinter der Seite persönlich kennenzulernen. Sehr schnell hat sich herausgestellt, dass Steve nicht nur ein leidenschaftlicher Flusswanderer ist, sondern auch den Jakobsweg von Österreich aus gegangen ist und über 4 Monate mit dem Rad in Richtung Nordkap unterwegs war. Als ich das Aufnahmegerät schließlich abdrehte, stellte ich überrascht fest, dass 2 Stunden wie im Flug vergangen waren, so spannend hat er erzählt. Und ich wünsche euch nun genauso viel Freude beim Zuhören, wie ich sie hatte, als ich bei Steve zu Besuch war. Ich sage jetzt erstmal danke für die Einladung. Ja, gerne. Nach schön, dass du da bist. Die ganz klassische erste Frage jetzt, finde ich, für die passend. Wie hat sich eigentlich der Leidenschaft zum Flusswandern entwickelt? Ja, es war so, ich habe parallel zum Flusswandern auch schon viel andere Sachen gemacht. Mhm. Wobei das Flusswandern war wirklich das erste, mit dem ich angefangen habe, jetzt von den ganzen Outdoor-Aktivitäten. Also ich bin 2008 mit einem guten Freund von mir damals das erste Mal auf der Traun unterwegs gewesen. Da haben wir überhaupt noch nicht gewusst, was ist Flusswandern. Also da hat es den Begriff auch noch gar nicht gegeben, sondern ist uns halt einfach die Idee gekommen, wir wollen jetzt auf der Traun fahren. Ja. Und haben natürlich kein Boot gehabt und nichts und sind halt dann damals noch zum Intersport Eibel, den was es mittlerweile nicht mehr gibt, und haben da einfach also ein 60-Euro Schlauchboot gekauft. Ja. Also ein ganz billiges PVC-Schlauchboot. Und sind dann mit dem, haben uns von der Mutter vom Späßl von mir einfach zum Traun vorführen lassen und gesagt, ja, fahren wir aber bis Wels. Ne? Keine Ahnung gehabt, geht das überhaupt und was kommt da Hindernisse und dies und das. Aber war dann im Endeffekt kein Problem und sind wir gut runtergekommen, haben einmal im Wald geschlafen, auch noch ohne Zelt, nur mit dem Schlafsack. Ne? Es war im Sommer, ist super gegangen. Und ja, das hat mir damals schon recht taugt. Also generell, da ist mir jetzt gar nicht darum gegangen, dass ich unbedingt jetzt Boot fahren würde, Kajak fahren würde oder was, sondern ich wollte einfach draußen sein. Eigentlich mich in der Natur fortbewegen, längere Strecken auch mit Zelt und Zeltgepäck dann später. Also hat sich so entwickelt, aber angefangen hat es wirklich schon mit dem Boot fahren und dann bin ich eben ins Wandern reingekommen. Also dann bin ich auch zu Fuß weite Strecken gewandert. Also das ist dann eigentlich so am Anfang so parallel gelaufen. Ja. Aber das erste, was ich gemacht habe, war wirklich das Bootfahren. Wir sind halt da immer die gleiche Strecken gefahren. Weil es damals auch wenig Infos gegeben hat. Ja. Also im Internet hat es ein bisschen was gegeben. Da hat es also eine Seite gegeben, die heißt Vorpedlers. Die gibt es eh heute auch noch, aber die ist eigentlich, ja, kannst sagen, ein Leichen von einer Internetseite. Also da ist gar nichts mehr. Mhm. Und da ist auch hauptsächlich um Wildwasser gegangen. Also jetzt so wirklich so Wanderstrecken hast du fast gar nichts gefunden. Und das heißt, da haben wir einfach ausprobiert. Wir sind dann auch mal weiter oben die Traun gefahren, von Gmunden bis zum Traunfall wollten wir. Aber da waren dann so viele Wehre, da haben wir dann relativ bald wieder abgebrochen. Aber mhm. wir haben halt nicht gewusst, was da ist. Ne? Wir haben uns halt hinführen lassen, gesagt, schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Und genau, dann hast du bis dahin drauf gekommen, was sich lohnt und was nicht. Und das vom Traunfall bis Wels, das ist relativ lohnenswert. Das sind wir dann noch öfter gefahren. Und dann erst in den nächsten Jahren habe ich halt dann ein bisschen angefangen, wirklich recherchieren, dann auch schon mit Flusskarten und so, wo kann man wirklich fahren oder wo sind auch andere Leute schon gefahren. Also dann richtige Kajaktouren, die was auch als solche deklariert waren. Aber das Erste, was wir gemacht haben, war wirklich eigentlich mit einem ganz billigen Schlauchboot einfach sie irgendwo hinführen lassen und eben die Traun runtergefahren sind. Mhm. So hat das angefangen. Was ist so der Unterschied, was du da erwähnt hast, zwischen Kajakfahren und Flusswandern, wie du das beschreibst? Naja, also es gibt schon Unterschiede. Also eigentlich, also wenn wir mal erklären, Kajak ist im Prinzip ja nur eine Bootsform. Ne? Mhm. Dann gibt es halt nur Kanadier, also offene Boote. Also da ist jetzt noch kein Unterschied. Aber das Flusswandern als solches, das ist halt, dass ich mehrere Tage mit Gepäck mich in der Natur fortbewege. Mhm. Das sind jetzt gar nicht mehrere Tage, es kann auch eine Tagestour sein. Mhm.
Und so der richtige Kajaksport, den was es eigentlich jetzt in Österreich so in der Form nicht gibt, sondern mehr in Deutschland, der besteht halt darin, dass du halt in einem Verein bist und dort gibt es halt dann so Vereinsausfahrten, da fährst du halt dann mit 40 anderen Leuten irgendwelche Strecken, dann gibt es ein Fahrtenbuch, da tragst du das ein, wie viel bist du gefahren und dies und das. Und das fällt halt dann für mich eher unter Sport. Also das ist halt dann alles ganz straff durchorganisiert. Da gibt es irgendeinen Fahrtenleiter, der sagt dir genau, was du zum Tun hast, mehr oder weniger. Also es ist schon relativ militärisch eigentlich organisiert und es gibt da genaue Vorstellungen, was für Technik und wie alles gemacht werden muss. Und das ist halt was, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Das ist jetzt auch in Österreich nicht so verbreitet, weil da gibt es zwar Vereine, aber die fahren hauptsächlich Wildwasser. Im Wildwasser macht der Verein auch einen Sinn, weil da brauche ich einfach durch das, dass irgendwelche Bäche mit einem extremen Gefälle vor, auch die Logistik, dass ich da hinkomme. Da bin ich im Verein, dann haben die einen Bus oder was, dann fahre ich da hin. Ja. Also es geht auch gar nicht anders. Also das Flusswandern, das ist für mich kein Sport, ja, sondern wirklich schon fast eigentlich eine Lebensphilosophie, dass ich sage, ich fahre einen Fluss und ich bin da dann unterwegs, alleine oder auch zu zweit, zu dritt, so mit mehreren Leuten. Aber einfach, dass ich mich in der Natur fortbewege und den Fluss genieße und zelebriere und nicht, dass ich da jetzt irgendeinen Sport betreibe, dass ich sage, ja, heute bin ich wieder 50, 60, 70 Kilometer oder was, dies und das. Also das alles so in Zahlen zu fassen und dem allem irgendwie so eine Technik aufzustülpen oder einen Rahmen, in dem das stattfinden muss, das ist halt das, mit dem kann ich halt relativ wenig anfangen. Ja. Und das unterscheidet jetzt für mich das Flusswandern vom generellen Kanusport, ja, der was jetzt so definiert ist, dass da quasi einen Verein gibt, in dem ich das mache, etc. etc. Okay. Genau. Hast du das Wort eigentlich geprägt, Flusswandern? Nein, das hat es vorher auch schon gegeben. Das hat es vorher auch schon gegeben, aber es war lustig, weil am Anfang, wie ich die ersten Touren gemacht habe, da haben wir dann auch Videos eingestellt und halt so Blogbeiträge, also einen ganz alten Blog gehabt, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Und da habe ich gar nicht gewusst, wie ich das nennen soll. Am Anfang haben wir es genannt Bootstouren. Ja. Mhm. Bootstouren, ein Boot ist jetzt kein Paddelboot in dem Sinne, sondern kann alles sein. Ne? Kann jetzt im Endeffekt ein Hausboot sein, kann ein Motorboot sein. Ja? Aber unter dem ist halt am Anfang gelaufen und ich weiß gar nicht, wie ich dann eigentlich auf Flusswandern gekommen bin. Aber in Deutschland ist das ein Begriff, den es schon relativ lang gibt. Also da kann sich heute unter Flusswandern eigentlich jeder was vorstellen. Ja? Also bei uns in Österreich ist das auch in den letzten Jahren erst wirklich ein Thema geworden, dass man wirklich einen Fluss auf mehrere Tage sogar mit Gepäck befahrt. Mhm. Also, das hat es früher auch schon gegeben, aber es waren wirklich nur ein paar Freaks, die was das gemacht haben. Und wenn du das jetzt irgendwann erzählt hast, dass du da jetzt mit einem Boot mehrere Tage irgendeinen Fluss unterwegs gewesen bist und da zeltelt hast, da hat sich keiner irgendwie was vorstellen können. Mhm. Gell? Also da haben die Leute angeschaut, wie, wenn du sagst, du machst Radtouren, mehrtägige, das kennt ja jeder. Gell? Ja. Aber dass du jetzt wirklich sagst, du bist mit dem Boot unterwegs, ja, Boot und dann zählt und wie du musst ja außer dann kommt ja ein Kraftwerk und ja, das kennt halt keiner, gell, weil die Flüsse, ich meine, du hast das, jede Stadt liegt an irgendeinem Fluss, ne, du hast den ständig vor der Nase, aber keiner fragt sich, wie schaut es jetzt, ich sage jetzt einmal da 20 Kilometer weiter oben auf dem Fluss aus oder weiter unten, ne, also der rennt ja irgendwo hin, kommt irgendwo her, ne, und das ist dann so eigentlich jetzt, wenn man sich nicht mit der Materie befasst, eigentlich nicht bewusst, ja, wie komplex so ein Fluss eigentlich ist. Ne? Mhm. Und du musst dich ja wirklich damit auseinandersetzen in irgendeiner Art und Weise, dass du da mal drüber nachdenkst. Ja? Sonst denkst du, ja, so wie es bei uns in Wels, die Traun ist halt gestaut, ist reguliert, fließt nur geradeaus, keine Strömung, ne, weil aufgestaut. Und die Leute gehen dann am Sonntag hinspazieren und denken sich, mei, ist das schön, ist ein schöner Fluss und die Enten und dies und das. Und eigentlich ist nur mehr ein Überbleibsel, weil wenn du weißt, wie der Fluss, ich sage jetzt mal vor 300 Jahre ausgeschaut hat, ne, war er 2 Kilometer breit und überall nur 50 cm tief und hat sich aufgefächert in unzählige Arme und so. Das kann heute keiner mehr ahnen, wie großartig das alles einmal war. Ja. Mhm. Also da ist einfach auch viel verloren gegangen. Ja. Aber da kommst du halt auch erst drauf, wenn du dich wirklich einmal mit dem Thema auseinandersetzt. Ja. Sonst denkst du, Fluss ist ein Fluss. Ja. Du hast es gesagt, mit dem Schlauchboot hat es eigentlich begonnen, mit den Outdoor-Aktivitäten. Genau. Wie hast du oder wie hat sich diese, ja, würde ich fast schon sagen, Liebe, Leidenschaft zur Natur entwickelt oder zu solchen Aktivitäten? Ja, es ist ganz spannend, weil ich habe jetzt, sage ich mal, als Jugendlicher, also angefangen hat das eigentlich so erst mit 17, ja, dass ich wirklich rausgegangen bin und dann die längeren Touren gemacht habe.
Vorher bin ich eigentlich relativ viel daheim gesessen, also ich sage jetzt einmal von, ja, eigentlich schon von Kindheit an. Ich bin zwar schon mit die Eltern früher beim Berg gegangen oder wandern oder so, aber meine Eltern haben jetzt so zum Kanusport überhaupt keinen Zugang. Also meine Mutter, die ist aus dem Mühlviertel von einem Bauernhof, die kann nicht einmal gescheit schwimmen. Also die kann da gar nichts anfangen damit jetzt. Also ich würde jetzt selber in einem Boot sitzen, finde das natürlich super und das, was ich alles mache, aber hat jetzt selber, also bei vielen ist es ja so, da waren die Eltern schon im Kanuverein und sagen dann, die Kinder führen die dazu oder was. Also das überhaupt nicht, sondern bin ich eigentlich zufällig drauf gekommen. Aber ich dachte, das Kind klasse sein. Und das mit der Natur, das hat sich halt so entwickelt, weil, sag ich jetzt einmal so, von ja, bis zum Ende, bis ich eigentlich aus der Schule rausgekommen bin, da bin ich nur daheim gesessen den ganzen Tag und habe Playstation gespielt oder Xbox oder was. Also ich habe solche Phasen gehabt, also ich war jetzt nicht immer so der große Naturbursch, der was den ganzen Tag nur draußen gesessen ist, sondern es hat sich halt dann irgendwann parallel entwickelt, dass ich da halt gerne rausgegangen bin. Eben dann auch mit dem Wandern, also ich bin früher auch viel gewandert, wirklich einmal, dass ich, wenn ich frei gehabt habe, einfach einmal an, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer gegangen bin, da an der Town entlang, Musik gehört habe und dann halt am Abend, dann bin ich zum Beispiel von Wels nach Lambach oder nach Linz gegangen und dann einfach mit dem Zug wieder zurückgefahren. Ja. Also so hat das eigentlich angefangen, ja, und immer schon ein bisschen fotografieren da und so und ein bisschen dokumentieren und einfach geschaut, wie schaut es da aus, ne? Ja, das war ja nicht so, dass man da jetzt sagt, da muss man jetzt schauen, kann man da gehen und dies und das. Und man ist halt einmal gegangen. Ja. Und dann war ein Weg und dann bist du nachgegangen und dann ist der Weg halt irgendwie kleiner geworden und dann hast du geschaut, wo geht der hin, dann war er gar. Ne. Dann bist du halt durch den Wald weitergehischt, dann ist irgendwann ein Bach gekommen, dann, ja gut, dann gehst du halt durch. Ne. Und irgendwann hast du halt alles gekannt. Ne. Du hast schon gewusst, okay, jetzt kommt der Bach und wie schaut es da aus. Und heute ist halt so, es klingt jetzt so, wenn das jetzt schon 50 Jahre her war, aber es ist im Endeffekt erst vielleicht 10 Jahre her. Aber heute natürlich kannst du am Handy Google Maps machst auf, ne? Und du siehst gleich, wo bist oder wie schaut es da aus. Und ja, das hat aber erst so 2007 angefangen, dass das wirklich so gibt, gell? Weil vorher eben mit den alten Handys hast du das alles nicht gehabt, gell? Da hast du telefonieren können und es hat schon Internet gegeben, aber das war halt so schlecht zum Verwenden, dass es eigentlich nicht interessant war. Also da, ja, bist wirklich nur gegangen und hast dann mal geschaut, was passiert. Also zumindest habe ich so. Ja. Warst du da schon oft alleinig unterwegs? Ja, viel. Also ich bin viel alleine unterwegs gewesen. Jetzt nicht unbedingt, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt alleine sein. Auch natürlich, war super, wenn du mal deine Ruhe hast da. Aber ich habe halt auch keinen gehabt, der irgendwie gern mitgegangen war. Also ab und zu ist eben der Andi, der Späßl, mit dem ich früher die ersten Bootstouren gemacht habe, mitgegangen. Ja, dem ist es halt dann jetzt viel geworden. Also dann so weit wandern, dann so, sag ich jetzt einmal, 30 Kilometer, war dann schon wirklich hardcore. Also da ist er dann auch ausgestiegen und gesagt, nein, also, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr mit den langen Wanderungen und so mal kurz, wenn es ist, ja, aber das länger dann nicht mehr. Ja, und deswegen bin ich halt dann alleine gegangen, weil sonst wollte keiner mitgehen. Ja. Ich habe gesehen in einem deiner Videos, oder du erwähnst öfters, du warst am Nordkap, ich glaube 4 Monate. Genau, das war erst viel später dran, aber da war ich auch. Ja, erzähl mal davon. Ja, die Nordkap-Tour. Also da war noch einiges dazwischen. Das vielleicht werde ich das nachher noch erzählen, aber um es jetzt einmal kurz runterzubrechen, bin dann irgendwann vom Wandern weggekommen, weil es nicht mehr gegangen ist. Also ich einfach nicht mehr zu Fuß gehen können, weil ich mir bei einer längeren Wanderung den rechten Vorfuß irgendwie überlastet habe oder was weiß ich, auf alle Fälle hat dann einfach weh da und das habe ich bis heute nicht mehr ganz weggebracht. Also jetzt zwar im Alltag keine Probleme, aber ich kann jetzt keine Weidenstrecken mehr wandern. Also sowieso ab 10 Kilometer oder was ist das Limit. Also dann mit Gepäck schon gar nicht. Und dann bin ich natürlich vom Wandern halt auf andere Sachen gekommen. Das war der Grund, warum ich dann das Kanufahren intensiviert habe. Und dann habe ich gemeint, jetzt muss ich das Radfahren auch noch anfangen. Bin dann auch viel einfach da in Österreich, auch in Oberösterreich oder Niederösterreich oder das, wo du halt häufig schnell hinkommst, am Sonntag oder am Wochenende viel mit dem Rad rumherum gefahren. Das ist jetzt nicht Rennrad oder Mountainbike, sondern von meinem Vater so als Waffenrad. Gell. Habe ich mir genommen und da bin ich halt einfach die Gegend angefahren, habe ich geschaut, wie schaut es da aus. Und ist halt spannend, wenn es dann auf der Karte das siehst und du weißt, wie schaut es dort aus, weil du schon mal dort gewesen bist. Du weißt auch, wie kommst du da hin, weil du bist schon mal hingefahren.
Und mit dem Radl habe ich es halt da auch so gemacht, das waren lauter Tagestouren. Und natürlich ist dann deppert, dass du halt eben irgendwie wieder da hinkommen musst, wo du halt das letzte Mal warst. Jetzt habe ich halt dann das Radl einfach dort lassen. Das war ein altes Waffenradl, das ist eigentlich vollkommen wertlos. Jetzt stüht der keiner so schnell. Habe ich halt irgendwie angehängt und den Sattel, den habe ich mitgenommen. Das heißt, ich bin dann bei irgendeinem Bahnhof, habe ich dann das Radl stehen lassen, habe den Sattel anmontiert und dann bin ich heimgefahren. Und auch Wochen später, oder wenn ich halt wieder frei gehabt habe, halt den Sattel wieder genommen, bin ich wieder hingefahren zu dem Bahnhof, habe das Radl wieder zusammengebaut und dann bin ich halt weitergefahren. Ja. Ich meine, da habe ich mir dann schon angeschaut, wie ich da jetzt circa fahren werde. Wenn du jetzt da auf der Bundesstraße oder was fährst, dann macht dir das auch keinen Spaß. Ja. Mhm. Ich habe schon immer geschaut, dass ich so irgendwelche kleinen Straßen oder was finde, wo ich da fahren kann. Also im Verkehr oder was, das ist überhaupt nicht mein Fall. Ja. Und da gibt es eh diese Radbücher, die jeder kennt, da von wie heißen die, Bike, irgendwas, diese kleinen, diese rechteckigen, mir fällt jetzt nicht ein, wie so heißen, diese blauen Kartenbüchlein. Und da gibt es unzählige Radwege und alles, und da hast du so ein Netzwerk im Endeffekt, wo du dann fahren kannst in ganz Österreich. Und dann bin ich eigentlich so ganz Österreich oder halt das, was eben halbwegs zum Erreichen war mit dem Zug, also ein bisschen angefahren. Dann habe ich gedacht, ja, ist ja eigentlich auch lässig, warum dann nicht einmal eine längere Radtour machen, und dann bin ich halt ans Nordkap gefahren. Ja. Mit Rad, ja. Ah, okay. Und wieder zurück. Ja. Wieso gerade Nordkap? Was hat dich da so gereizt? Naja, das war überhaupt nicht geplant, sondern ein guter Freund von mir, mit dem ich auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen bin, Jahre vorher. Mhm. Mit dem bin ich 2012 von Wels nach Spanien gegangen, wo ich mir auch die Verletzung an meinen Fuß geholt habe. Und haben wir dann gemeint, ja, jetzt müssen wir wieder was machen. Ja, also quasi Jakobsweg ist jetzt schon 3 Jahre her und müssen wir wieder was machen. Ja, gut, ne, waren dann eben bei mir nicht mehr gegangen, und er hat eben gemeint, ja, Radfahren war eigentlich auch mal lässig, ja, warum nicht irgendwie eine lange Radtour? Da haben wir jetzt so ein bisschen geschaut, und es war so, da haben wir dann beschlossen, wir fahren mit dem Radl nach Island. Ja. Also Island war eigentlich das Ziel. Mhm. Ja. Und das haben wir schon beschlossen, relativ bald nach dem Jakobsweg. Ich hätte mal gesagt, so 2013. Und dann, ja, haben wir dann natürlich auch wieder was gearbeitet. Und das war jetzt ein bisschen im Hinterkopf, aber es war jetzt noch nichts konkret. Und Ende 2014 hat er dann gemeint, ja, bei ihm ist jetzt so weit, er darf jetzt die Arbeit kündigen und die Wohnung und alles, und kann mal losfahren. Ja. Nur hat der eine Freundin gehabt dann in der Zwischenzeit, ne? Die wollte natürlich auch mit. Ne? Ich gesagt, ja, okay, von mir aus, müssen wir halt schauen, ne, wie es ist. Ne? Da fährst du halt einmal weg. Ne? So, dann sind wir weggefahren, ich mach's kurz. Wir sind gefahren von Linz übers Mühlviertel nach Tschechien, bis nach Prag, und dann von Prag weiter nach Ostdeutschland, nach Sachsen, und dann rauf nach Berlin und von Berlin dann nach Kopenhagen. Ja. Da gibt es ja überall Radwege. Also diese ganze Route, die sind wir komplett auf Radwege gefahren. Es ist halt ein Radweg, der was halt ausgeschildert ist, oder wo es halt ein Buch dazu gibt, wo beschrieben ist, wo der geht. Aber du fährst natürlich schon auf der Straße auch. Also du hast halt Landstraßen oder kleine, also Forstwege oder so, oder in Tschechien irgendwelche Wege, die was nur mit Dachschindeln ausgefüllt sind. Also ärgste Wege teilweise, aber ja, halt recht schön zum Fahren auch, weil eben abseits von die größeren Straßen. Und ja, über diese Radwege sind wir dann eben nach Kopenhagen, das haben wir so geplant gehabt. Und in Kopenhagen halt, hat dann schon die Situation gehabt, dass mir die anderen zwei halt dann schon zunehmend ein bisschen am Arsch gegangen sind. Ja. Also wie man sich vorstellen kann, da waren wir dann so einen Monat unterwegs. Mhm. Und habe mir gedacht, naja gut, dann nach Island, man muss ja dann wissen, man fährt dann weiter von Kopenhagen ein Stück Schweden dann noch rauf. Das sind dann glaube ich so 400 Kilometer oder was, ist eigentlich in 4 Tagen zum Fahren, bis genau, Schweden rauf und dann mit der Fähre wieder um nach Dänemark, also ganz am nördlichen Zipfel von Dänemark, da ist dann so ein Fährhafen, der heißt Hirtshals, und von dort gehen dann so Fähren nach Island, und das sind halt so große Autofähren, da fährst du, weiß jetzt nicht, 2-3 Tage sowas.
Und ist auch nicht ganz günstig. Also ich glaube, da zahlst du hin und retour so, sag jetzt mal, 600 bis 800 €. Jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich habe mir halt gedacht, na gut, wenn ich jetzt dann mit denen nach Island fahre, dann bin ich dann halt irgendwie ausgeliefert. Ne? Weil dann kann ich natürlich schon auf Island alleine auch einmal dumm fahren, aber die Frage ist halt, gefreut dich das? Ne? Weil es ist erstens einmal nicht recht viel, gell? Du hast eigentlich jetzt an Straßen, die was du wirklich fahren kannst, auch nur diese Ringstraßen, die was halt einmal um die Insel herumgeht. Und dann halt nur so Hochlandpisten oder irgendwelche Nebenstraßen, aber da brauchst du halt dann wirklich ein gescheites Radl, mit dem du das fahren kannst. Meine, wir haben schon gescheite Radeln gehabt, also ich zumindest. Also das war schon gegangen, aber es macht halt auch keinen Spaß, wenn du jetzt wirklich da mehr oder weniger über Geröllfeld fährst und du hast 40, 50 Kilo Gepäck am Radl und das arbeitet dich nur so her und du denkst eigentlich die ganze Zeit nur Scheiße, das wird alles hin. Ne? Also du merkst eigentlich, ist das Radl nicht für das gemacht, ja, dass du da über Steine fährst, ne, die was so groß sind wie ein Kopf. Ne? Na, ich habe gedacht, na gut, alleine ist mir das dann auch irgendwie, weiß ich nicht, war jetzt nicht so verlockend, ehrlich gesagt. Na, ich habe mir gedacht, na, ist ja wurscht. Dann fährst halt Schweden weiter auf. In Skandinavien bist du eh noch nie gewesen, ja, fährst halt dort weiter. Ja. Und da gibt es eben auch so einen Fernradlweg, der geht, ich glaube, dass er eh bis zum Nordkap geht im Endeffekt. Das habe ich damals noch nicht gewusst. Also ich habe gar nicht gewusst, was ist das Nordkap oder dass das überhaupt existiert. Ja. Ich habe mal gehört, aber nicht sagen können, wo das ist oder was das ist. Und dann bin ich halt Schweden aufgefahren, immer die Küsten entlang. Da gibt es so einen, in diesem Fernradlweg, da habe ich mal so einen GPS-Track runtergeladen, dass du siehst, wo der geht, weil der ist eigentlich nicht ausgeschildert. Also du hast schon irgendwie uralten Schilder dann teilweise wieder alle 20 Kilometer mal. Also eigentlich vollkommen unbrauchbar. Aber mit dem, ich habe so einen kleinen Garmin mitgehabt, so ein kleines Navigationsgerät. Das habe ich halt am Lenker gehabt und da hast du eigentlich schon gesehen, was du fahren musst. Ja. Du bist ja gefahren und dann in Schweden ist es eh so, die kleinen Straßen, du fährst einmal 20 Kilometer, dann kommt halt ein Abzweig und dann schaust du einmal auf das, wo musst du jetzt weiter. Ne. Es ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit da nur in das Castle reinschaust, sondern du siehst schon was von der Landschaft. Ich meine, es ist zwar eh nur Wald, also die Landschaft ist immer gleich. Es ist eigentlich, du denkst da, ja, Schweden so geil und dies und das und Skandinavien, aber eigentlich ist es relativ langweilig. Ja. Weil du hast dort schon schöne Naturlandschaften, aber die sind halt nicht neben der Straße. Ne? Ja, wenn du jetzt wanderst, da kannst du halt überall gehen. Ne? Und mit dem Radl, da brauchst du halt immer einen Weg, auf dem du fahren kannst. Ne? Du kannst natürlich schon dann irgendwelche Nebenstraßen reingurken, aber du musst sowieso irgendwann wieder auf die Hauptstraßen zurück, wenn du jetzt Strecken machen willst, weil sonst fährst du halt nur in der Gegend umherum. Ne? Und ich habe mir gedacht, naja, ich möchte schon dann durch das Land irgendwann einmal durch, weil es sind. Ja, bis Nordschweden auf sind es 2000 Kilometer, also über den Weg, wo ich gefahren bin, waren es sicher, ob es jetzt Luftlinie, weiß ich jetzt nicht, ja, aber werden auch sicher 1500, 1000 Kilometer sein. Und dann bin ich halt diesen Radweg aufgefahren, immer weiter auf. Und es war eigentlich super, also die Leute sind irrsinnig freundlich, die Autofahrer sind total rücksichtsvoll, also wirklich nur gute Erfahrungen gemacht, über den Wildzettel, also ich habe auf der ganzen Tour 4,5 Monate nur dreimal, glaube ich, in einem Zimmer geschlafen, sonst immer im Zelt. Das ist mir am liebsten, weil wenn ich da in die Jugendherberge gehe und das habe ich eben vom Jakobsweg kennt, also da habe ich ein bisschen ein Trauma. Wenn du dann zahlst, dann liegst du in so einem Zimmer mit 10 Leuten und dann schnarchen rein und das, also da kriege ich die Krise, also das halte ich überhaupt nicht aus. Und deswegen im Zelt, da habe ich meine Ruhe, ja. Und das stelle ich wirklich am liebsten irgendwo auf, wo, ja, eigentlich wirklich im Wald oder irgendwo halt neben diese, also ein Campingplatz, wo dann die eine Zelt dann eins neben dem anderen stehen und das ist dann für mich auch schon wieder eine Strafe. Und so bin ich halt raufgefahren und Die anderen zwei sind von die Kopenhagen anderen, wieder zurück, genau, oder? die sind von Kopenhagen und nicht nach Island. Ah, die sind Ja, die wieder sind da, nach okay. Island, ja genau. Da haben wir eben ein bisschen E-Mails hin und her geschickt und so. Und Also ihr habt euch nicht verkracht, das kann nein, man jetzt nein, sagen. überhaupt nicht. Das ist auch heute wirklich nur ein ganz guter Freund von mir. Und dann bin ich weitergefahren und hab eigentlich nicht so wirklich gewusst, wo ich jetzt wirklich hinfahre de facto. Ich habe mir halt einmal so grob gedacht, ich fahre jetzt nach Schweden auf, nach Norden, fahre um den Meerbusen quasi, oder um diese Meerenge herum und dann auf der finnischen Seite wieder aber nach Süden, ja, so quasi einmal rund um die Ostsee eigentlich.
Und dann bin ich halt immer weiter aufgefahren und dann sind wir halt an andere Radfahrer entgegengekommen. Ja, da sind ja viele unterwegs. Also in Skandinavien ist es zum Radfahren natürlich ein super Revier, weil es ist, ja, wie gesagt, die Autofahrer sind relativ rücksichtsvoll auf die Nebenstraßen und so. Geht eigentlich super. Und die haben natürlich auch gefragt, ja, wo fährst du denn leicht hin? Ne? Und dann sage ich, ja, jetzt einmal da rauf und dann Finnland und dann wieder runter. Für mich war das schon der Wahnsinn, weil ich denke, nach Finnland. Also Finnland, das war für mich wie Afrika oder was. Ja. Also war vorher noch nie in Skandinavien und das ist irrsinnig weit weg natürlich. Wenn du jetzt in Norddeutschland wohnst, dann bist du in Schweden sofort einmal. Ne? Da fährst du auf Urlaub hier, wenn es ist, aber noch nie dort gewesen und Finnland sowieso nicht. Und das war eigentlich für mich schon eine Sensation gewesen. Das ist so, okay, ich bin mal in Finnland gewesen mit dem Rad. Und haben halt die Leute gefragt, wo fährst du hin? Die sagen, ja, Finnland. Aha, oder sagen wir mal so, sie haben mich gefragt, ah, du fährst ans Nordkap, gell? Und ich so, Nordkap? Nein, wieso? Was ist das? Ja, und dann haben sie mir halt das erklärt, so quasi der nördlichste Punkt von Europa, also das ist so quasi oben in Norwegen, am nördlichsten Zipfel, da ist halt dann. Also es ist jetzt nicht der nördlichste Punkt am Festland, sondern es ist auf einer Insel. Ja, aber es ist halt der nördlichste Punkt. Der nördlichste Punkt am Festland ist ein bisschen weiter östlich, da fährt aber keiner hin, weil das halt touristisch nicht so bekannt ist. Aber am Festland ist eigentlich der nördlichste Punkt Europas ist eigentlich woanders. Weil das Nordkap ist eine Insel und dann kannst du sagen, okay, Insel, dann ist aber Spitzbergen, ist nur nördlicher, ne? Also dann kommst du ein bisschen durcheinander. Ja. Das Nordkap ist halt eine Insel, ja. Also das was der nördlichste Punkt Europas jetzt, der was touristisch vermarktet wird. Sag ich, gut, dann habe ich geschaut in Google Maps, wie weit ist das? Und dann sehe ich, okay, sind 600 Kilometer jetzt, wo ich jetzt bin. Also das war eigentlich nicht mehr viel. Ja. Es war ein bisschen mehr, sagen wir mal 700 Kilometer. Ich bin damals schon, ich weiß nicht, ich sage jetzt einmal 5000 gefahren gewesen. Also dann sind jetzt 700 Kilometer, es ist bis in einer guten Woche gefahren, sage ich jetzt einmal, ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht extrem rasant gefahren, sondern ich bin eigentlich gemütlich gefahren. Wie Also viele Kilometer pro Tag ungefähr? Kannst du das sagen? ungefähr ja, zwischen 70 und 100. Ja, also einfach unterschiedlich, weil du weißt halt nicht, wie ist die Topografie. Also in Schweden ist relativ flach, da wo ich gefahren bin, an der Küsten entlang. Bis auf einen, so einen Abschnitt, da hast du einmal so eine Hochküsten, da hast du dann so Hügel, das ist ein bisschen wie im Waldviertel, da hast du nur so 200, 300 Meter über Steigungen, also das ist richtig zart, weil es halt über rauf und runter geht. Wenn du jetzt einmal raufhackelst und dann fährst du wieder runter, okay. Aber das ständige rauf und runter, das ist eigentlich so das Radfahren, das was du eigentlich überhaupt nicht haben willst. Oder ich zumindest, sagen wir so. Und dann bin ich halt immer so 70, 100 Kilometer gefahren. Ja. Ich habe gewusst, wenn ich es jetzt wirklich drauf anlege, kann ich auch mehr schaffen. Ja. Aber es war jetzt für mich keine sportliche Veranstaltung. Also ich wollte jetzt schon wo hinkommen. Ich wollte jetzt nicht sagen, okay, jetzt fährst du jeden Tag 30 Kilometer. Also, ich habe mich schon gefreut, wenn ich vorwärts komme, wenn ich gesehen habe, da geht was weiter. Aber jetzt auch nicht gesagt, jetzt wieder reintreten den ganzen Tag, bis es nicht mehr geht. Eben auch wegen meiner Verletzung damals noch vom Jakobsweg und eben da auch ein bisschen zu tun gehabt, eben körperlich. Und da habe ich dann schon geschaut, dass ich es nicht übertreibe. Ja. Weil ich schon gern fertig fahren wollte und nicht wieder sowas passiert wie im Jakobsweg, eben was 3 Jahre davor. Naja, und dann waren es eben bis zum Nordkap noch so um die 700 Kilometer. Und dann ist aber dieser Radweg eigentlich vorbei gewesen. Also dieser offizielle Radweg. Also es war eh Straßen, aber da ist halt dann nur noch eine Straße gegangen, die wirklich Sinn gemacht hat. Da hättest du schon dann natürlich so Umwege fahren können, aber da hast du halt dann wieder irgendwelche Schotterpisten und so. Und das ist halt beim Radfahren unangenehm, wenn du jetzt im Schotter fährst. Es fliegt alles durch die Gegend. Dann, wenn es regnet, dann hast du überall riesige Latschen. Du fährst in eine rein, der Sand biegt da überall in der Ketten drinnen und alles. Also, du möchtest es eigentlich nicht haben. Ja. Also beim Wandern ist super, weil du bist froh, wenn du im Schotter gehst und nicht auf dem Asphalt, ja, weil es angenehmer zum Gehen ist, aber beim Radfahren ist es umgekehrt. Also da hast du schon am liebsten eigentlich einen Asphalt. Ja, und das war halt dann so eine Straße drauf, bis Norwegen, da durch Finnland, über Rovaniemi, das ist eben die Hauptstadt von Lappland. Das ist eigentlich so die einzige Straße, die es dort gibt. Die ist jetzt auch wie bei uns halt eine Bundesstraße, eine ganz normale. Also auch nur zweispurig meistens. Aber du hast halt viel, viel Verkehr, gell? Weil du alles über diese Straßen geht. Ne? Weil sonst nichts ist. Und du hast halt die ganzen Wohnmobile und Touristen. Und ja, es war unangenehm zum Fahren. Also ich habe ein bisschen gefürcht. Ich fürchte mich im Verkehr. Sonst nicht so schnell vor irgendwas, aber wenn die da irgendwer niederfährt, wer die übersieht.
ist halt scheiße. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe damals auch keine Krankenversicherung gehabt in der Zeit. Also wenn sie die irgendwo niedergeführt hätten, dann war es teuer geworden auch noch. Ne? Also das war dann auch noch dazugekommen. Also ich habe wirklich eben eigentlich darauf geachtet, mich möglichst nicht irgendwie zu verletzen. Ja. Wobei natürlich, wenn die irgendwie niederführt, das liegt halt nicht in deiner Hand. Ne? Wenn du sagst, okay, du passt auf, fährst langsam, schaust, dass da nichts passiert. Und manche Sachen hast du halt nicht in der Hand. Ja. Gell? Aber ist nichts passiert, bin da gut aufgekommen. Und der letzte Abschnitt dann durch Norwegen, das waren nur so 150 Kilometer, der war dann richtig schön. Also das war sensationell schön, wie in Österreich eigentlich ein bisschen, nur dass du jetzt Meer hast, aber halt Berge. Und in Schweden und Finnland hast du eigentlich nur Wald. Ja, also du hast Straßen und rechts und links ist Wald. Ja. Und das, du könntest jetzt nicht sagen, bist in Schweden, bist in Finnland oder bist im Norden oder im Süden. Also gut, ganz im Süden von Schweden, das ist nur ein bisschen so eine Agrarregion, das schaut schon nochmal anders aus. Also ob Mittelschweden und Finnland, Nordschweden, der Küsten entlang, alles komplett identisch. Also du kannst nicht sagen, was du bist. Ja. Deswegen auch wenig Fotos gemacht dort, weil was willst du fotografieren? Du hast halt dann irgendwann, wenn du weiter aufkommst, hast du dann einmal die Rentiere, also dann oben Polarkreis, die was eben so halb wild gehalten werden, das sind quasi so Herden, die werden halt von die Sami mit so Quadbikes und so halt irgendwie ein bisschen beaufsichtigt, immer kontrolliert, ob da alles in Ordnung ist, aber es ist eigentlich auch schon Massentierhaltung, kannst du sagen, weil diese ganzen Gebiete, die sind auch extrem überweidet, weil die natürlich auch relativ viele Rentiere halten müssen, dass es sich rechnet und dies und das. Und die fressen ja, glaube ich, ursprünglich nur diese Rentierflechten und wenn sie aber dann zu viel wären, dann fressen sie halt alles Mögliche. Ne? Und ja, also es hat jetzt mit diesem eigentlich indigenen Aspekt auch nicht mehr wirklich viel zu tun, sondern also es ist eigentlich schon ja, kommerzialisiert, kannst du sagen, kannst du auch überall kaufen, diese Rentierschlüssel anhängen und die Felle und das Ganze. Es ist eigentlich wie bei uns, wenn halt Kühe gehalten werden, da ist auch nichts anderes, so kannst du das vielleicht vergleichen. Aber es ist trotzdem spannend, weil du das halt noch nie gesehen hast vorher. Und wenn es dann das erste Mal auf der Straße, kann ich mich noch gut erinnern, auf einmal so ein Rentier da ist, ne, dann denkst du, okay, jetzt hast du noch 50 Kilometer oder was bis zum Polarkreis und da siehst du halt dann, okay, du bist wirklich schon weit gekommen. Ne. Also das ist einfach ein Zeichen dafür, dass du viel geschafft hast. Ja. Und genau, die letzten 150 Kilometer dann durch Norwegen, wunderschön. Also ich war gern noch mehr durch Norwegen gefahren. Weil das landschaftlich wirklich sehenswert ist. Also das habe ich vielleicht sogar noch auf der Liste, falls ich nochmal eine Radtour mache, dann dort. Sind das auch diese Fjorde und Einschnitte? Genau, genau, ja. Also Norwegen, du hast im Endeffekt, wenn du Skandinavien hernimmst, Finnland ist fast komplett eben. Du hast nur ganz oben an der Grenze zu Norwegen hast dann Berg, da ist glaube ich der höchste Berg, das ist der Halti, der ist 1300 Meter hoch oder was, ja. Also jetzt nicht wirklich hoch. Und Norwegen ist eigentlich ein einziges Gebirge. Ja. Also da gehen die Berge eigentlich direkt ins Meer ein. Ja. Und das ist eben das Spannende, weil die Berge sind jetzt auch nicht immer unbedingt hoch. Die sind teilweise nur ein paar hundert Meter hoch. Aber weil du halt immer von Meereshöhe ausgehst, jetzt an der Küste, ist ja trotzdem imposant. Weil 500 Meter ist auch schon hoch. Ja. Jetzt bei uns natürlich, wenn du sagst, okay, das ist 500 Meter, ist nichts Besonderes, aber du bist halt dann schon auf 300, 400 Meter, gell? Aber dort ist halt einfach was anderes. Und genau, da hast du halt dann diese Einschnitte quasi, wo eben diese Fjorde reingängen, das sind quasi so Meerengen, die was zwischen die Berge reingängen. Und da geht er meistens die Straßen entlang. Die Straßen ist oft eigentlich am Ufer entlang gebaut, weil halt dort schaust halt, wo hast du irgendwie ein Niveau, wo du halt dann da ein bisschen was weggesprengst oder was. Also die Norweger sind da welche Straßenbaumeister und Tunnelbaumeister. Also die haben da echt sensationelle Sachen gebaut. Wenn du jetzt ans Nordkap fährst, dann durch das, dass das auf einer Insel liegt, fährst du dann auch auf diese Insel über einen Tunnel. Also da haben sie einen 7 Kilometer langen Tunnel unter dem Meer durchgraben, der was 200 Meter unter der Meeresoberfläche geht. Da bin ich auch durchgefahren mit dem Rad. Hätte ich was gefragt. Ja, war aber nicht so lustig. Also, ich habe ein bisschen Angst gehabt davor, muss ich auch sagen, weil du weißt halt nicht, wie es ist mit dem Verkehr. Aber ich bin halt dann davor gestanden und halt also ein bisschen in die Internetforen auch gelesen, weil es sind schon 100.000 Radfahrer durchgefahren. Es ist nicht so, dass du jetzt der Erste bist, der da durchfährt. Aber du lest halt
Ja, fahren irgendwo am Abend oder wann durch, weil dann ist wenig Verkehr, ne? Und dann ist es eigentlich unproblematisch. Und ich bin halt dann da gestanden und es war eigentlich nichts los und ich habe mir gedacht, ja, fährst halt durch. Und es war eigentlich unproblematisch. Also es ist ja so, du fährst rein und dann der erste Kilometer geht bergab, diese 200 Meter, und dann fährst 6 Kilometer eben und auf dem letzten Kilometer geht es dann wieder bergauf. Ja? Und da ist mir dann schon ein Auto, da ist mir dann ein Auto entgegengekommen und ein zweites Auto war dahinter und hat das erste Auto überholt. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass ich erstens eh nur Schrittgeschwindigkeit gefahren bin, weil es bergauf war relativ steil. Und da war so ein ganz schmaler Gehweg neben der Straße, der was so ein bisschen erhöht war, also wie so ein Gehsteig eigentlich. Und da bin ich halt dann stehen geblieben, habe halt das Radl raufgekommen und die sind vorbei und dann bin ich weitergefahren. Also, war jetzt nicht überdramatisch, aber du musst halt aufpassen, ja, weil niedergeführt bist gleich einmal. Ja. Und du musst immer viel für die anderen mitdenken. Also du brauchst dich nicht darauf verlassen, oh ja, hast die Warnwesten und Licht und das und werden die schon sehen. Ja, wenn nicht, dann ist halt scheiße. Ne? Also du musst wirklich aufpassen, ne? Immer. Und wie war dann die Ankunft am Nordkap? Ja, es war schon cool. Weil es natürlich der Reise irgendwo auch sowas wie ein Ziel gegeben hat. Ja. Ich habe dann eigentlich kein Ziel mehr gehabt, ich bin dann eigentlich wirklich nur drauf losgefahren und habe mir halt auch immer so zu so Zwischenziele gesetzt. Also ich sage, okay, jetzt fährst du durch Schweden, jetzt schaust du mal, dass du in die Stadt kommst, das sind 500 Kilometer. Also immer so Ziele, wo du sagst, das kannst du relativ sicher erreichen. Ja. Weil dann hast du jetzt auch mal so einen Stress, dass du jetzt sagst, okay, du legst jetzt schon fest, du musst jetzt dahin in 9000 Kilometer. Ne. Und sondern du sagst, du fährst einmal 500 Kilometer und dann also da hast du die Gewissheit, dass du das relativ sicher schaffst, wenn jetzt nichts passiert. Und dann überlegst, was ist jetzt das nächste Ziel. Ja? Und so war dann im Endeffekt das Nordkap auch kein Problem, weil wie ich mir das zum Ziel gesetzt habe, war ja schon 600 Kilometer davor. Ne? Wenn ich jetzt so von daheim gesagt hätte, ich muss jetzt dahin, hätte ich es vielleicht auch geschafft. Ja? Aber war was anderes gewesen. Ja? Und deswegen war schon was Besonderes, wie ich dann dort war. Und das ist halt, dort ist ein bisschen touristisch, da sind natürlich unzählige Leute und es gibt da so eine Nordkap-Halle quasi, wo du dann unten, das ist ein kleines Kino drinnen, da kannst du dann so einen Film anschauen, heute halt über das Nordkap, der wunderschön gemacht ist. Also, ich habe mir 10 Mal angeschaut, der dauert dann nur 10 Minuten oder was, das ist ein Trailer. Wunderschön, wo du halt quasi das Nordkap siehst in alle Jahreszeiten, zu alle Jahreszeiten. Und es sind viele Radfahrer dort und auch mit Wohnmobilen und so, aber alles total entspannt. Also gibt es auch so Wiesen, wo dann die ganzen Radfahrer da zötteln und so. Also war wirklich coole Atmosphäre. Gibt es auch so ein kleines Café, wo ich dann Cappuccino für, weiß ich nicht, in Norwegen 8 Euro oder was umgerechnet dann konsumiert habe, aber es war super. Also, war der beste Cappuccino ja, seit langem mehr. Ich trinke gern Kaffee und in Skandinavien ist der Kaffee, also dann kriegst du nur so einen Filterkaffee, der geht zwar auch, aber wenn du den monatelang den gehabt hast, dann bist froh, wenn du mal wieder so einen italienischen Cappuccino kriegst, also wie du halt bei uns einen teilweise kriegst. Ja. Aber das findest du dort nicht so oft. Und dann bist du wie geplant auf der anderen Seite wieder runtergefahren? Ja, also es war dann so, ich bin dann vom Nordkap zurück zur Küsten, also diese 600 Kilometer über diese depperte Straßen, diese vielbefahrene, bin ich dann mit dem Bus zurückgefahren. Da gibt's, da habe ich mich auch vorher schon informiert, weil ich gesagt habe, wenn ich da keine Möglichkeit habe, wieder zurückkommen, hätte ich mir überlegt, ob ich überhaupt hinfahre. Weil das Gleiche dann nochmal zurückfahren, das hätte mich nicht interessiert. Ja. Also das hätte ich nicht gemacht. Ja. Und dann habe ich gesehen, okay, da gibt es so eine Buslinie, diese Lapland Lines oder wie die heißen. Und da kannst du Radl im Bus mitnehmen und da habe ich gesagt, okay, das hat dann einen Sinn, dann fahre ich da rauf und dann mit dem Bus wieder runter, wieder zurück zur Küsten. Also quasi, wenn ich vorher so entlang gefahren bin, den Abstecher zum Nordkap, dann den Weg mit dem Bus wieder zurück und dann dort, wo ich an der Küste aufgehört habe, wieder weiter. Ja. Also das war dann für mich stimmig und das war dann eben in Finnland wieder zurück an der Küste und dann bin ich eben über Finnland wieder runtergefahren bis Helsinki, das waren so 700 Kilometer. Und von Helsinki dann mit der Fähre wieder zurück nach Deutschland. Also nach Travemünde, fährst da so 1,5 Tage. Das war auch cool. Da habe ich auch so einen Finnen kennengelernt, der hat irgendwie in München gewohnt. Der hat auch super Deutsch können mit bayerischem Akzent, Dialekt. Und da haben wir so ein bisschen tratscht und dann hat er gemeint, ja Steve, jetzt müssen wir in die Sauna gehen. Wieso Sauna, dies und das, war ich noch nie.
was, nein, da müssen wir gehen. Ne? Und war da auf dem Schiff, das war so eine Fähre, ne? Und ganz billig, also der Platz, den was ich da gehabt habe, du kannst natürlich Kabinen bis, weiß ich nicht, wo, da zahlst du dumm und dämlich, ne? Aber es gibt da die Möglichkeit, da hast du so einen Raum, das schaut aus wie so in einem Kino, wo lauter so Sesseln sind und dann kannst du so einen Sessel kaufen. Und dann ist halt das dein Sitz. Ne? Du musst natürlich dort nicht sitzen bleiben, sondern du kannst am Schiff herumrennen, wie du willst, aber du buchst quasi einen Sitzplatz. Ne? Und ja, dann haben wir sie halt dort auf den Boden gelegt und dort geschlafen, da haben wir so einen Teppichboden. Und ja, so war das auch erschwinglich, weil dann hat das gekostet, sag ich jetzt einmal so 150 bis 200 Euro mit Kabine natürlich, da ist dumm und deppert zahlt und für was, ne? Dann zahlst du 150 Euro mehr. Für das, dass du, dann kannst du halt in einem Bett schlafen, vielleicht ist da auch ungemütlich, also das war es mir einfach nicht wert. Dann hat er gemeint, nein, Steve, jetzt müssen wir da in die Sauna. Und dann war ich halt da das erste Mal in meinem Leben in einer Sauna, da auf dieser finnischen Fähre, aber es war ein geiles Erlebnis. Ja. Also, werde ich auch nie vergessen. Mhm. Wie unterscheidet sich eine finnische Sauna von... Ich kann das nicht sagen, also, weil ich war noch nie in einer bei uns, aber der Finne hat erzählt, eben bei uns ist ja so, du kommst in irgendeine Therme oder was und da gibt es eine Sauna und dann gibt es da genau eine Abfolge, wie das funktionieren muss. Da gibt es dann quasi teilweise, wenn der macht die Aufgüsse, also da darfst du nur eine sitzen und die unauffällig verhalten und dann kommt da einer mit irgendeinem Bottich und ladet halt dann den Aufguss drüber mit irgendwelchen ätherischen Öle oder was, was dann in die Augen brennt wie deppert. Also ich war in Finnland undenkbar und in Finnland, da gibt es quasi, in der finnischen Sauna gibt es nur eine Regel, es gibt keine Regeln. Ja, also jeder kann jederzeit aufgießen, wenn es einem einfällt. Und er hat gesagt, nein, Deutschland, das ist unbockbar, also was die da aufführen, das ist interessiert er keinen. Also er baut sich jetzt dann selber eine Sauna, weil so öffentlich in Deutschland, das tut er sich nicht mehr an. Ja. Das habe ich cool gefunden, ja. Du hast jetzt eben 4,5 Monate gebraucht, warst nur zweimal in einer Pension, das ist jetzt für... Nein, dreimal. Also es war so, einmal war ich in der Jugendherberge am Nord, also kurz vor dem Nordkap, weil da hat es geschifft Ende nie und da wollte ich auch das ganze Handy-Zeugs und so wieder aufladen, also auch wegen Strom. Und da bin ich aber eh gleich eingefahren, weil da habe ich jetzt halt 50 Euro umgerechnet. Und das war auch so ein Stockbettzimmer mit 10 Stockbetten, aber es war außer mir nur eine Person da drinnen, so ein Tourist aus Taiwan oder irgendwo, aber der Hund hat geschnarcht, das war unpackbar. Bin dann raus, ja, also so um 12 Uhr in der Nacht, und ich liege jetzt da und ärgert mich die ganze Nacht, und dann bin ich da in so einem Raum, da bist du reingegangen und der Raum, sage ich jetzt einmal, war 4 Meter tief, also nur so ein Gang und am Ende ist eine Waschmaschine gestanden. Und dann bin ich reingegangen, war die Waschmaschine, dann habe ich mich da vor die Waschmaschine gelegt und die Tür zugesperrt. Ja. Da habe ich geschlafen, das war wunderbar. Ja, war das Geld doch gut investiert. Ja. Und dann habe ich nur mal wo übernachtet in Oulu, das ist ein bisschen eine größere Stadt in Finnland. Da habe ich mal Couchsurfen da. Ja. Das war reiner Zufall, das hat gut funktioniert, weil oft so schreibst du Couchsurfing-Hosts an und kriegst keine Antwort oder halt viel zu spät. Und der hat aber gleich zurückgeschrieben und hat gemeint, ja, nein, es ist kein Problem, ich muss halt morgen arbeiten, also ich muss halt in der Früh dann halt bald weg, aber sag ich, ja, nein, ich möchte eh dann eigentlich auch gleich wieder weiterfahren, also es hat gut gepasst und der war total nett. Da habe ich auf der Couch geschlafen, das war super angenehm. Und das dritte Mal, wo ich in einem Zimmer geschlafen habe, das war dann einen Tag, bevor ich wieder in Wels war, nämlich in Salzburg. Wieso dort? Ja, das war so... Da bin ich am Vortag relativ lang gefahren, weil ich dachte, ja gut, jetzt bist du eh schon fast daheim. Und irgendwie hat es sich dann ergeben, dass ich nach Salzburg reingefahren bin. Und dann hat es mich aber nicht mehr rausgefahren gefreut. Du brauchst da ja jetzt heuer, bis du dann wieder an der Stadt draußen bist. Dann kommt einmal das Industriegebiet, dann kommt das Gewerbegebiet, dann kommen die ganzen Supermärkte und den ganzen Scheiß. Und bis du dann irgendwo halt einen Platz findest, wo du dir Zelt hinstellen kannst, das dauert halt. Weil da haben wir gedacht, gut, das tue ich mir heute nicht mehr an. Jetzt nimmst du halt da so eine Pension und dann habe ich das Handy aufgemacht, eingeben, irgendwas, Zimmer, 50 Euro und dann habe ich gleich beim Bahnhof habe ich dann so ein Einzelzimmer gefunden. Das war okay, ja. Nur es war lustig, weil das waren, also die, was das betrieben haben, diese Pension, das waren lauter Asiaten, ja, und auch nur asiatische Touristen, also da war drinnen alles noch chinesisch angeschrieben und alles, also war ein bisschen schräg. Und dann habe ich dieses Gästeblatt ausgefüllt und dann hat mich die gefragt, diese Rezeptionistin, weil ich dann reingeschrieben habe, ja, Wohnort, und habe reingeschrieben, Wels. Dann hat die geschrieben, also quasi von Wels sind sie jetzt da hergefahren mit dem Rad. Dann sage ich, ja, eigentlich schon. Ja.
Über einen Umweg, aber das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe mir gedacht, ja, das ist eigentlich geil. Eigentlich stimmt es. Ja. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, gestern in Böswick gefahren. Es ist jetzt für jemanden, der das überhaupt noch nicht gemacht hat, relativ schwer vorstellbar. Wie macht man das mit Kleidung waschen? Und in einem Video sagst du auch, dass du kein Kochgeschirr mitgehabt hast. Nein, habe ich nicht mitgehabt. Ja. Wie funktioniert das dann? Das ist rein vom Praktischen her. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es ja vom Jakobsweg schon kennt. Ne? Am Jakobsweg ist es sogar noch schwieriger, weil du hast einem weniger Gewand mit, weil du das halt alles tragen musst. Ne? Mhm. Und beim Radfahren ist es eh wirklich ein Luxus, weil du hast halt das Rad und du kannst auf das Rad relativ viel aufladen, ohne dass die jetzt großartig stört. Natürlich ist es auch beim Radfahren so, je weniger das du hast, geht es auch leichter. Aber es ist kein Vergleich, jetzt, wenn du jetzt wandern tust. Ne? Wenn du das wirklich tragen musst, ist es gewaltiger Unterschied jetzt im Vergleich zum Rad. Das heißt, du kannst ein bisschen mehr mitnehmen, du hast einfach mehr Gewand auf Reserve. Und ja, wenn du öfter mal, ich bin dann schon alle zwei Wochen vielleicht einmal auf einem Campingplatz gewesen. Eben mehr aus dem Grund, weil ich halt das Gewand waschen wollte. Mhm. Sonst war ich auf den Campingplatz eh nicht neugierig. Aber halt einmal die Sachen aufladen und das Gewand waschen. Und teilweise kommst du um die Campingplätze auch nicht herum, weil wenn du jetzt zum Beispiel in Stockholm oder in Helsinki oder in irgendwelche größeren Städte, ja gut, ich meine, da kannst du dich natürlich auch jetzt irgendwo in einen Park einlegen, aber muss halt auch nicht sein. Ja. Mhm. Es war jetzt auch nicht so, dass ich mir das jetzt nicht leisten hätte können. Ich habe wohl nur Geld gehabt, also ich hätte auch öfter mal in einem Zimmer schlafen können, das war kein Problem gewesen, aber ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen, weil ich schlafe im Zelt einfach am besten und wenn ich einen Platz finde, wo ich das hinstellen kann, dann schlafe ich eigentlich immer am Zelt, weil, wie schon gesagt, sonst zahle ich für irgendwas und dann ärgert die mich, dass ich nicht schlafen kann. Also das ist eigentlich jetzt, macht jetzt für mich keinen Sinn. Ja. Und alle so ein, zwei Wochen einmal das Zeug waschen und aufladen und mir ist es auch wurscht, du bist alleine unterwegs und stinkst halt. Ja. Mhm. Das ist ja wurscht. Ja. Und es war im Sommer, ja, dann nimmst du halt das Zeug oder springst halt einmal in irgendeinen Teich oder was da in Schweden, gibt eh genug. Ja. Mhm. Also ich wird auch über so ein Ding draus gemacht, ja, nein, und mit dem Waschen und dies und das. Ja, stirbst du nicht, nur weil du jetzt halt einmal ein paar Tage nicht waschst. Ja. Ist ja kein Problem jetzt. Ja. Aber mit dem musst du halt klarkommen. Ja. Manche Leute taugt halt das nicht, mir ist es wurscht. Mhm. Ja. Hat sich das entwickelt oder war das anders? Das war mir immer schon wurscht, ja. Okay. Also. Und was hast du gegessen? Also ohne Kochgeschirr? Ja, eigentlich jausend mehrheitlich. Also viel Müsli gegessen und ja, also Obst, Gemüse, alles ganz einfache Sachen eigentlich. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin auch jetzt keiner, was daheim gern kochen tue. Das ist mir völlig wurscht. Ja. Ja. Also das sind so Sachen, die interessiert mich gar nicht. Ja. Also das ist Kalorienaufnahme zum... Ja, ich meine, im größten Mist, also so Fertiggerichte und so muss ich jetzt auch nicht haben. Ja. Also mir ist eigentlich am liebsten, wenn ich Sachen isst, die was ich eigentlich, sage jetzt einmal, eigentlich am liebsten wirklich... Ja, rohes Obst und Gemüse oder so Sachen, die was einfach so wenig wie möglich irgendwie weiterverarbeitet sind. Mhm. Ja. Wenn man einfach mein Hausverstand sagt, wenn das so ist und ich das so vertrage, wenn du das natürlich nicht vertragst, dann musst du eh kochen oder was. Aber ich bin halt einer, der was so Obst und Gemüse roh eigentlich recht gern isst. Mhm. Und ja, deswegen mache ich das auch. Mhm. Ja. Also ich bin da unkompliziert. Ja. Ja. Bin schon beim Essen so hagelig, mir schmecken viele Sachen nicht und dies und das und deswegen. Mhm. Wenn ich alleine unterwegs bin, da tue ich mir gar nichts an. Also. Du hast es mehrmals in Jakobsweg erwähnt, den finde ich schon noch sehr spannend. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil das ist, also jetzt in meiner Vorstellung ist der Jakobsweg ein bisschen Mainstreaming schon. Ja, das stimmt. Ja, ganz einfache Sache. Es war so. Ich habe jetzt erst erzählt, ich bin viel gewandert, immer so eine kurze Tagestouren und so. Und wie ich 17 war, bin ich auf den Gedanken gekommen, dass ich, ja, jetzt machst du mal irgendeine längere Wanderung. Ja. Also irgendwas, was sich ein bisschen gut anhört. Ja. Jetzt nicht irgendwo da im Wald oder was, sondern gehst du mal zu Fuß von Wels nach Wien. Ja. Okay. Ja, ich gewusst, okay, ich habe meine Tagestouren gemacht bis jetzt. Ich weiß, ich kann am Tag 40 Kilometer gehen. Ja. Ist kein Problem. Und dann habe ich das so geplant, so wie Wien, das sind 200 Kilometer da über die Bundesstraßen, ne? Das ist doch kein Wanderweg oder was. Gehst halt, das ist ja wurscht. Ne? So, da damals noch, das ist ja wirklich schon lange her, das war 2009, also es sind jetzt 10 Jahre, was das her ist, im Sommer 2009,
Und da habe ich halt den Späßel von mir, den Andi, mit dem ich auch die ersten Posten gemacht habe, den habe ich da so ein bisschen eingetheatert. So, ja komm, dann gehen wir nach Wien und dies und das. Und können wir sagen, wir sind zu Fuß von Wösen nach Wien gegangen, weißt du, wie geil. Und der Andi, der war halt so in ein bisschen einer anderen Situation, bei dem hat das halt gerade ein bisschen aufgehört eigentlich. Der war, hat er andere Sachen im Kopf gehabt und hat gesagt, ja, okay, gut, aber so wirklich begeistert war er nicht. Und er hat gesagt, nein, er ist dabei. Gut, dann sind wir losgegangen im Sommer 2009. Und im Endeffekt, wir waren am ersten Tag sind wir gegangen von Wels bis Linz oder bis Öbisberg. Da haben seine Verwandten irgend so einen Gartenhitten gehabt, so einen Schrebergarten. Da haben wir übernachtet. Und dann am nächsten Tag, dann sind wir von Linz so noch Richtung Enns gegangen und dann ist die Stimmung schon ziemlich im Keller gewesen. Der Andi hat schon überhaupt nicht mehr glücklich da reingeschaut. Und ja, ich bin halt gerannt wie ein Esel, ne? Weil mir war klar, ja, das, mich freut es auch nicht, aber das müssen wir halt machen. Ne? Man muss ja dazu sagen, wir waren wirklich deppert. Ja? Wir sind gerannt auf der Bundesstraße, da Richtung Asten, also wirklich dort, wo ich heute nicht einmal mit dem Rad fahren würde, wenn ich es vermeiden kann. Wir sind halt zu Fuß gegangen mit 15 Kilo Gepäck, oder waren es mehr sogar noch. Und ja, der Andi ist immer ruhiger geworden. Und irgendwo in Enns haben wir sich halt dann einmal niedergesetzt auf irgendeiner Bange und der Andi gesagt, na du, bei aller Liebe, aber das ist der Wahnsinn, was wir da machen, das geht nicht, das schaffen wir nie und dies und das und das, ja, schaffen wir das, wieso nicht? Man muss auch dazu sagen, ich habe halt da, ja, was heißt hier trainiert, aber ich habe halt vorher, bin schon so viel gegangen, dass ich wirklich probiert habe, was geht, ne? Und ich habe gewusst, es geht, ich kann das körperlich schaffen, das ist kein Problem, ja. Der Andi war halt fertig mit der Welt. Ne? Dann hat er gesagt, nein, er packt das nicht, er fährt jetzt heim. Und ich sage, ja, okay. Und dann sagt er, ja und, was ich, fährst jetzt nicht mit? Ich sage, nein, ich gehe da jetzt nie, ne? Weil ich das ist schon überall erzählt. Ne? Ich habe schon ein halbes Jahr vorher jedem erzählt, ja, wir gehen nach Wien. Und dann sagst du, ja, nein, am zweiten Tag, da hat uns dann um 4 Sweater und sind wir heimgefahren. Ja. Also das war undenkbar gewesen. Ich sage, ja, fahr heim. Natürlich schon ein bisschen angefressen gewesen, aber gut, heute natürlich hätte ich mir das denken können, weil wenn du die Leute in irgendwas reintheaterst, dann ist es meistens so, dass nichts Gescheites rauskommt, aber gut, mit 17 oder wie alt, dass ich damals war, natürlich heißt solche Sachen noch nicht, ne? Sondern da probierst du halt einfach einmal. Und dann ist der heimgefahren, dann habe ich natürlich auch nicht mehr gewusst, was tue ich jetzt, jetzt bist du alleine. Und wir haben, also ich habe schon Zelt und Plätzchen zelt haben wir noch gar keins gehabt, nur einen Schlafsack und Isomatten mitgehabt. Ne? Ja, dann so alleine dann da irgendwo im Vödel oder im Wald schlafen, das war mir auch nicht wirklich geheuer, muss ich sagen. Also habe ich auch Respekt davor gehabt. Und dann bin ich an dem Tag noch bis nach St. Valentin gegangen, in den Ort rein, oder in die Stadt, gleich gegenüber vom Bahnhof, Hotel zur Post bin ich rein, 60 Euro, glaube ich, für irgendein Einzelzimmer. Und da habe ich halt einmal wieder neu organisiert. Ne? Dann habe ich einmal daheim angerufen. Meine Mama sagt, ja, du, der Andi ist heim, weißt du? Ach so, ja, nein. Dann sagt, nee, ist ja wurscht, dann musst du eh nicht im Zelt schlafen, dann schlafst du halt in Pensionen. Ne? Oder nimmst du halt ein Zimmer, ist ja wurscht. Du hast ja gesagt, du gehst von Wels nach Wien, aber nicht, dass du im Zelt schlafen musst oder draußen. Ne? Ja, und das war eigentlich dann recht kommod, weil da hat man dann meine Mutter die ganzen Quartiere gebucht, die hat dann, ich habe geschaut, wo komme ich heute noch hin und die hat dann irgendwas rausgesucht. Mit 17 da irgendwo anrufen dann und da sagen, ja, da das weiß ich nicht, das sind so Sachen, das habe ich nicht besonders mögen. Die hat dann gesagt, ja, da kommt dort mein Bruder und der braucht ein Zimmer und dies und das. Und ich habe gesagt, heute gehe ich nach St. Leonhard am Forst. Und dann hat sie halt da irgendeine Pension raustelefoniert, die hat dann bei 4 angerufen und dann gefragt, wo ist am günstigeren und da bin ich halt dann hingewagelt. Ne? Und ja, im Endeffekt hat das eh wunderbar funktioniert. Natürlich auch überhaupt noch keine gescheite Ausrüstung gehabt, nämlich die alten Turnschuhe und Blasen gehabt, Ende nie. Aber ja, im Endeffekt habe ich es bis Wien geschafft, war kein Problem. Und so hat das angefangen mit dem Wandern. Dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt kurz. Ja, dann machst du halt jetzt quasi mal die ganzen Landeshauptstädte. Gehst einmal von Wels in alle Landeshauptstädte zu Fuß. Ja. Alle habe ich eh nicht geschafft, aber ich bin dann gegangen bis, gut, Linz ist eh gleich einmal, das sind nur 30 Kilometer. St. Pölten habe ich mit Wien schon mitgenommen, das war in einem. Dann bin ich gegangen nach Klagenfurt.
nach Salzburg und nach Eisenstadt bin ich auch gegangen. Das war vor dem Jakobsweg dann die letzte Tour. Eigentlich so die Generalprobe für den Jakobsweg. Ja. Und die anderen zwei habe ich dann auch noch gemacht. Innsbruck bin ich dann auch am Jakobsweg gegangen. Und Graz und Bregenz bin ich dann mit dem Rall einmal hingefahren, ja, über Umwege. Also Bregenz auf der Rückfahrt vom Nordkap bin ich da durch, also das zählt auch. Und Graz bin ich so mit dem Rall von meinem Vater, mit dem Waffenrall einmal hingefahren. Da bin ich auch so 1000 Kilometer durch übers Waldviertel und dann übers Burgenland rüber und dann halt nach Graz. Ja. Also das habe ich auch noch gemacht. Also das hat sich dann so ergeben. Also das war gar nicht mehr geplant, dass ich sage, oh, ich muss jetzt diese Landeshauptstädte-Ding fertig machen, sondern ich habe gesagt, und das habe ich jetzt da. Und was machen wir jetzt? Jakobsweg. Genau, der Jakobsweg war halt damals für mich irgendwie naheliegend, weil man muss halt sagen, 2012 war das jetzt auch noch nicht so mainstreamig wie jetzt, das war schon ein Mainstream. Mhm. Also damals auch dann von Happy Kerkeling da dieses Buch und das hat auch schon jeder kennt. Also den spanischen Jakobsweg, da hat jeder irgendwen kennt, der wen kennt hat, der schon, da schon gegangen ist. Ja. Aber mir ist jetzt auch gar nicht um den Jakobsweg gegangen, sondern ich wollte eigentlich nur einen Wanderweg, einen möglichst langen Wanderweg, ja, wo ich zu Fuß gehen kann, von der Heimweg natürlich, ist auch klar, dass du sagst, du gehst das wirklich von der Haustier weg. Ja. Also das war das, was mich fasziniert hat. Und man muss ja auch dazu sagen, jetzt weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war es so der österreichische Jakobsweg, der war ja quasi nicht beschüdert. Ja. Da hat es schon Schüler gegeben, aber also da war keiner unterwegs. Oder wenn dann nur Tageswanderer. Also das war jetzt nicht so wie im spanischen Jakobsweg, dass da jetzt die Leute von Indien oder Kanada oder China oder was weiß ich was da auf den Jakobsweg rennen. Ne? Sondern du bist alleine unterwegs gewesen im Normalfall. Es war was Besonderes, wenn du irgendwen getroffen hast. Genau, der Jakobsweg war eben deswegen naheliegend, als ich gesagt habe, nach diesen ganzen anderen Touren, das habe ich alles im Urlaub gemacht. Ne? Und dann habe ich meine Lehre fertig gemacht. Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, eigentlich bin ich Telekommunikationskaufmann. Also ich bin eigentlich, ist es Einzelhandelskaufmann. Also eigentlich ist es ein Verkäufer mit Schwerpunkt aber auf Handys, Festnetz und SIM-Karten und so Zeige, Handyverträge und so ist eigentlich mein. Das, was ich gelernt habe. Ja. Und danach habe ich einen Zivildienst gemacht, da in Wös. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt gehst du den Jakobsweg, weil das ist naheliegend. Jetzt hast du nicht Zeit, ne? Schaust mal, was passiert. Gehst den Jakobsweg. Und ja, da habe ich mich natürlich auch vorbereitet und mir geschaut, ja, wo geht der und Führer und dies und das und Bierchen. Planst du gern? Machst du das gern? Ja, mittlerweile schon. Ja. Also früher eigentlich weniger, aber das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ja, weil du merkst halt dann auch, wenn du besser vorbereitet bist, das hat schon seine Vorteile. Es gibt aber dann einen Punkt, wenn du den überschritten hast, dass du dich zu sehr vorbereitest, dann wird es auch wieder problematisch. Also das ist immer so die Kunst, dass das kannst du wahrscheinlich auch nicht, sondern du machst es halt und dann merkst du eh so quasi, wie hat es sich jetzt ergeben. Ja. Und damals habe ich mir natürlich schon geschaut, wo gehe ich da. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, ich gehe jetzt bei der Haustür raus und gehe dann nach Spanien, sondern es gibt halt für den österreichischen Jakobsweg gibt's einen Führer und den habe ich mir gekauft. Für den Schweizer Jakobsweg und für den französischen dies und das. Und ich habe mir diese Bierchen gekauft. Und genau, was ich auch natürlich noch dazu sagen muss, wir waren ja dann zu zweit unterwegs. Das ist auch eine spannende Geschichte. Und zwar ein guter Freund von mir, mit dem ich dann auch, der was am Nordkap dabei gewesen ist, der Patrick. Den habe ich damals wieder, der ist mit mir in die Volksschule gegangen, aber nur ein Jahr, weil der ist eigentlich aus der Steiermark, aus Deutschlandsberg, und seine Leute haben aber, oder seine Mutter, ist dann einmal mit ihr und seiner Schwester nach Wels gegangen, und dann ist der mit mir in Glas gegangen für ein Jahr. Und es war wirklich ein guter Freund von mir, damals auch schon als Kind, und dem ich viel gemacht habe, und die sind dann aber irgendwann wieder zurück in die Steiermark gegangen und nie wieder was gehört. Ja. Und dann war es halt dann auch so, dass 2009, glaube ich, ist halt das dann aufgekommen mit Facebook und dies und das. Und dann hast du natürlich die Leute irgendwie wieder gefunden. Da habe ich dann auch befreundet und dies und das, aber nicht wirklich Kontakt gehabt. Aber ich habe zumindest gewusst, wie schaut der heute aus. Ne? Also ich habe das vergegenwärtigt gehabt.
Und eines Tages bin ich dann von meiner Schwester heimgegangen, die wohnt da in Wös, auch 2 Kilometer von da. Und da ist so also ein Spar und bin über den Parkplatz gegangen und da ist er mir dann über den Weg gelaufen, ja, witzigerweise. Und ich sage, ja, nein, er ist jetzt wieder nach Wös gezogen. Also er wohnt jetzt wieder in Wös, er hat dann zwischendurch einmal in Traun gewohnt und dann haben sie ihn wieder getroffen. Ne? Zusammengesetzt und tratscht und er hat auch gerade Zivildienst gemacht und dann hat der Kontakt wieder intensiviert. Und dann habe ich ihm das halt erzählt, da vom Jakobsweg und dies und das, und dann hat er sich alles angehört. Und dann war es so, dass er dann eines Tages gesagt hat, ja, eigentlich möchte er da gern mitgehen. Ja? Und dann sage ich, ja, gern, passt. Und ja, da haben wir halt dann fantasiert und dies und das, und dann ist das alles so ausgemalt, wie geil das wird und dies und das. Ja? Okay. Und dann war es so, von dem Zeitpunkt, wo wir das festgelegt haben, bis dahin, wo wir dann wirklich weggegangen sind, so wie war es jetzt circa noch 3-4 Jahre, glaube ich. Ja. Ein bisschen länger vielleicht sogar. Ich glaube, es war sogar noch ein Jahr. Dann haben wir mal den Zivildienst fertig gemacht, dann haben wir so nur ein bisschen gearbeitet bis zum Jakobsweg, weil wieder Zivildienst fertig war, das war Ende Jänner. Kannst jetzt nicht weggehen, kannst schon, aber ist halt auch jetzt nicht so lustig im Winter. Und ja, dann sind wir halt wieder in die Arbeit zurück und haben gearbeitet bis Juni und dann haben wir aufgehört zum Arbeiten, nämlich im Jakobsweg. So, dann war es aber so, dass quasi die Lebenssituationen auch ein bisschen unterschiedlich waren, weil bei mir hat es halt damals angefangen, dass ich mich dann schon genau auf die Sachen vorbereitet habe. Das habe ich eben kennt, eben vom Wandern nur, eben diese anderen Touren mit dem Buchen von den Quartieren und dies und das und habe das halt so drinnen gehabt, nein, das muss schon irgendwie ein bisschen organisiert sein. Also man muss schon wissen, was man sich da einlässt. Also einfach so mal so losgehen, das geht einmal nicht. Ja. Und ich habe halt da ein bisschen einen anderen Zugang gehabt. Ne? Wir haben sich dann ein bisschen abgestimmt, so auf die Ausrüstung. Und ja, im Endeffekt, ich habe halt da alles herzart, das ganze Zeug, fein penibel und das und dies und das. Und ja, er hat sich halt so angeschaut, ja, das und das und ja, stellen wir schon alles. Na ja. Und im Endeffekt haben wir dann ausgemacht ich weiß nicht mehr genau, ich glaube am 15. Juni oder Ende Juni oder ich weiß nicht mehr genau, irgend sowas, irgendwann im Juni war ausgemacht, da gingen wir weg an dem Tag. Ja, und dann war es halt so, dass natürlich er dann an dem Tag seine Ausrüstung noch nicht gehabt hat, weil das hat er nur bestellt, aber das ist nicht mehr rechtzeitig angekommen und das liegt in das, der Postler führt das irgendwie durch die Gegend und ja, es war dann in die Wochen davor auch schon so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, Alter, meint ihr das ernst so quasi? Und im Endeffekt ist die ganze Sache dann dahingehend eskaliert, dass ich gesagt habe, geh scheißen, ich gehe jetzt einfach alleine. Ja, so schaut es aus. Ja. Ja, doch, das wird nichts mehr. Mhm. Dann bin ich losgegangen. So, dann war ich halt alleine unterwegs, habe zwar das Zelt und alles mitgehabt, aber wieder die gleiche Situation wie damals eben mit dem Andi, wie der heimgefahren ist von Wien, und dann wieder gedacht, nein, so alleine Zelteln und dies und das und es war jetzt nicht so, dass ich mich jetzt gefürcht habe, dass mir da irgendwie jetzt was tut oder was, sondern ich habe eigentlich mehr Angst davor gehabt, dass ich dann stundenlang im Zelt sitze und nicht weiß, was ich dann tun soll. Ja, weil ich habe ein Handy hast gehabt, aber ja, also dann baust du das Lager auf um 6 und dann 10 Uhr schlafen, was tust du denn dann 4 Stunden? Also das war das irgendwie, was ich mir einfach nicht vorstellen habe können. Da hocke ich dann im Wald irgendwo im Zelt stundenlang und weiß nicht, was tue ich jetzt? Ja, also das weiß nicht, das war mir irgendwie suspekt. Mhm. Und ja, da haben wir gedacht, wurscht, Geld hast du eh genug, ne? Habe ich immer fleißig gespart vorher, fährst halt wieder die Schiene mit den Pensionen. Ne? Und da gibt es auch eben, hat es so einen Führer gegeben, da sind eben so Jakobsweg Herbergen drinnen gewesen, das waren irgendwelche Privatleute, die halt da Zimmer vermietet haben für 20, 30 Euro. Und da habe ich halt dann eigentlich immer irgendwo übernachtet. Ja. Und dann bin ich gegangen bis zur Schweizer Grenze. Hat das relativ gut funktioniert und habe wieder Besuch gehabt. Dann ist einmal mein Vater einen Tag mitgegangen und meine Schwester ist einmal einen Tag mitgegangen oder 2 Tage. Sind dann wieder heimgefahren mit dem Zug. Und dann bin ich in Vorarlberg quasi über die Grenze dann zur Schweiz überschritten. Ja. In der Schweiz genau wieder so weitergemacht, aber es war irrsinnig teuer. Es war unbezahlbar damit die Quartiere, weil da hast du halt wirklich für die lumpigsten Sachen schon 70 Euro gezahlt. Also unter 60 Euro, da hast du nichts gekriegt. Also, es hat damals so Sachen gegeben, wo du quasi dann bei irgendwelchen Bauern im Stroh schlafen hast, also schlafen im Stroh für Pilger, kostet auch 30, 40 Euro. Ja.
Ohne Frühstück. Ja. Ich sag dir, das ist ein Witz. Also, da kann ich gleich ins Hotel gehen, weil das interessiert mich nicht. Naja, und dann war ich, glaube ich, so 3-4 Tage in der Schweiz und eines Morgens bin ich dann losgegangen von Rapperswil-Jona am Zürichsee. Also Stadt mit so 25.000 Einwohnern. Und dann war ich in der Früh noch beim Supermarkt einkaufen und dann gibt es dort so eine Holz-Fußgängerbrücken über den Zürichsee. Die geht quasi über den See. Wie lang wird die sein? Weiß ich nicht, 200 Meter oder Länge? Weiß nicht. Ziemlich lang auf alle Fälle. So ein Holzsteg, der geht da durch den See durch. Und dann bin ich auf diesen Holzsteg gegangen und denke mir, ja geil, holla da ran, und hab fotografiert und dies und das und geil. Und dann gehe ich um eine Ecke und dann ist da eine Bange und wer sitzt da? Der Patrick. Ja, und man muss sagen, wirklich nichts mehr gehört. Also der hat auch kein Handy gehabt zu dem Zeitpunkt und nichts. Also ich hätte jetzt gar keinen Kontakt mehr halten können, selbst wenn ich wollen hätte. Und dann ist der halt da gesessen. Beide natürlich geschaut, wie die deppern. Das hat keiner fassen können. Ich habe nicht einmal gewusst, ob der überhaupt weggegangen ist. Ne? Ich habe mir gedacht, der ist gar nicht weggegangen. Der ist daheim geblieben, weil sie am Steil war oder was weiß ich was. Nein, der ist tatsächlich weggegangen. Eigentlich ohne Geld. Mehr oder weniger. Also ich glaube, der ist den ganzen Jakobsweg mit, wenn es überhaupt 1.000 Euro waren, gegangen. Also ich glaube, ich habe damals 6.000 Euro oder was beieinander gehabt. Und hat eigentlich immer im Zelt geschlafen. Außer hat einmal irgendwelche Pilgerherbergen oder was, irgendwelche günstigen. Nö, im Endeffekt haben wir sie total gefreut, ne, dass wir sie dann getroffen haben. Also da war überhaupt keiner angefressen jetzt auf dem anderen, sondern sie doch geil, so quasi, jetzt quasi geht es so weiter, wie wir es eigentlich geplant gehabt haben. Ne? Und dann sind wir eh relativ zügig durch die Schweiz durchmarschiert. Natürlich auch mit den Etappen wieder teilweise maßlos übertrieben. Also da am Genfersee, da sind wir einmal, glaube ich, einen Tag 50 Kilometer gegangen. Also das war schon grenzwertig. Weil das war so ein Asphaltweg da am Genfersee entlang. Da hast du nirgends zötteln können. Also waren überall ja, so Villen und so Zeug. Und wir haben dann ab dort, eben, wo wir dann zu zweit unterwegs waren, haben wir dann nur im Zelt geschlafen. Ja. Oder teilweise, nein, nicht im Zelt, sondern irgendwelche Unterstände oder in so verlassene Häuser oder der Patrick hat einmal auf einer Baustelle geschlafen, irgendwie wieder alleine unterwegs war. Da war irgendwie so ein halbfertiges Häusl, das ist gerade Baustelle gewesen. Und dann hat sich gedacht, ja, das ist Sonntag, da wird eh nicht am da sein. Also halt da, hat er sich da reingelegt. Er hat ziemlich Scheiß mit nichts. Nein, der hat sich überhaupt nichts geschissen. Das ist halt ein Steirer, muss man dazu sagen. Ne? Ist halt einfach auch härter aufgewachsen. Ja, ja, das ist so. Und dann sind wir halt eigentlich durch die Schweiz eh durch gewesen und dann waren wir in Frankreich. Und der französische Jakobsweg, der war halt dann der erste, wo du halt dann wirklich gelegentlich einmal auf andere Pilger gestoßen bist. Also in der Schweiz auch überhaupt nicht. Also da hat es so Leute gegeben, die sind halt auch so Tagesetappen gegangen oder vielleicht einmal ein Stückchen vom Jakobsweg im Urlaub, also eine Woche oder was, einzelne aber nur. Also wirklich jetzt nicht so, dass da jetzt Horden von Leuten unterwegs gewesen waren. Und in Frankreich dann ab. Also es ist so, in Frankreich gibt es dann so verschiedene Jakobswege, insgesamt vier Hauptrouten und wir sind quasi die zweitsüdlichste gegangen. Und bis zu dieser Hauptroute, die geht erst los in einer bisschen einer größeren Stadt mit so 20.000 Einwohnern, die heißt Le Puy-en-Velay. Und bis dorthin, das war dann nur so eine Nebenroute vom Jakobsweg. Also auch wieder so ein Zubringer quasi, wo du halt von der Schweiz dorthin kommst, ja, zum eigentlichen Jakobsweg. Wo dann wirklich auch schon die mehreren Leute unterwegs waren. Und Le Puy-en-Velay, das ist ja so eine Pilgermetropole eigentlich. Also da gibt riesige Kathedrale und es gibt da also eine Vulkannadel mitten in der Stadt, die was, weiß ich nicht, sag jetzt einmal 100 Meter hoch ist, wo so eine kleine Kirche oben ist. Und das ist schon sehr Jakobswegmäßig dort, ja. Und du siehst da über die Leute mit den Rucksäcken und mit den Muscheln und mit den Wanderstecken und das, wie man so erkennt. Ja. Ne? Und ja, dann sind wir weitergegangen eben Richtung Spanien und der Weg war wunderschön, waren dann schon einige Leute unterwegs, teilweise überhaupt keine, aber an manchen Tagen hast du schon viel gesehen, dann sind sie auch dann so mit Eseln gegangen und so. Und dann hat es auch so geführte Touren gegeben, wo es dann mit den Kindern gegangen ist. Also es war dann schon teilweise ziemlich ein Wirbel. Das war dann teilweise auch nicht mehr wirklich angenehm, weil es waren nicht ständig Leute auf dem Weg. Und die waren natürlich alle viel langsamer wie wir. Jetzt haben wir die alle überholt.
Und dann irgendwann hast du aber natürlich Pause gemacht, dann haben die wieder alle überholt, dann hast du wieder 50 Leute überholen müssen. Es war dann schon nicht mehr so entspannt wie jetzt in der Schweiz oder in Österreich. Ja. Aber es war jetzt nicht arg, also es ist durchaus erträglich gewesen. Da warst du im Hochsommer noch unterwegs. Ja, es war im Juli oder August eigentlich dann, ja, genau. Ja, es ist gegangen. Mhm. Ja. Also aufbrennt hat es uns natürlich richtig. Also die Nasen und die Ohren in erster Linie. Mhm. Da hat dann, ja, also die Ohren hat es uns immer verbrennt. Da haben wir sind so die Haut runtergegangen. Ja. Und in Le Puy-en-Velay, also dieser Pilgerort, von dem ich zuerst erzählt habe, da sind wir dann bei der Kathedrale gesessen und der Patrick hat gemeint, der muss da jetzt auch Ansichtskarten heimschicken an seine Mutter und seine Schwester. Und dann hat er halt so Karten gekauft und hat das geschrieben, so, was schreibt dann da jetzt auf? Ja, irgendein Blödsinn. Und dann hat er halt so ein bisschen gedichtet, dann hat er halt geschrieben, das war genau die Hälfte vom Weg, was wir da geschafft haben an der Stelle, und hat dann geschrieben, ja, also quasi die Hälfte ist geschafft, die Freude ist groß, wir schlafen auch oft im feuchten Moos, meinen Humor habe ich auch noch nicht verloren. Und dann habe ich gesagt, dafür geht mir ständig die Haut von den Ohren. Und das war wirklich so. Also da hat es runtergebrannt, das war gigantisch. Und ja, weil es ist natürlich, im Frühling gehst, das war halt dann von der Arbeit wieder schwierig gewesen. Also ich weiß nicht, irgendwie sind wir halt drauf gekommen, dass wir das im Sommer gingen. Und es ist ja eigentlich auch gut gegangen. Das einzige Problem war, du hast halt viel Wasser mitnehmen müssen. Mhm. Also, und das Wasser tragen ganz Fuß, das ist halt zach. Und in Südfrankreich hast du halt dann das Problem, da ist dann teilweise das Wasser dann auch schon geklort, wenn du das irgendwo nimmst, von irgendwelchen Brunnen. Also da gibt es quasi drei verschiedene Arten von Wasser. Es gibt quasi Eau Potable, das ist Trinkwasser, dann gibt es Eau Non Potable, das ist nicht trinkbares Wasser, und dann gibt es Eau Non Contrôlée, also nicht kontrolliertes Wasser. Also das kann trinkbar sein, ja, oder auch nicht. Und das war meistens das Beste. Ja. Weil wenn es nicht trinkbar war, gut, dann haben wir es sich eh nicht getraut. Wenn es trinkbar war, war es meistens geklort. Und wenn es nicht kontrolliert war, dann war das halt von irgendeiner Quelle oder von irgendeinem Brunnen. Aber da hat nie irgendwas gefällt. Also, ja. Wir haben da teilweise irgendwelche Rindertränken rausgetrunken. Da waren Kaulquappen drinnen noch und nöcher. Da haben wir sich gedacht, ja, das kann nicht schlecht sein, wenn die da drinnen sind. Und nie was passiert? Nein, nie was gewesen. Okay. Gar nicht. Spannend. Also dann bei den Flüssen dann nachher bin ich dann mit dem Thema wieder in Berührung gekommen beim Flussfahren, und da muss deutlich vorsichtiger sein, weil da ist auch von der Industrie natürlich das ganze Gift drinnen und alles, aber dort haben wir nie Probleme gehabt. Ja. Ne? Und dann ist dir mit dem Fuß irgendwie... Ja genau, das war dann eh am Ende vom französischen Jakobsweg, muss ich die Geschichte nochmal genau hinbringen, wir sind gegangen. Und ich habe immer mit den Füßen schon ein bisschen zu tun gehabt. Also immer Blasen gehabt und dann hat da wieder was weh da. Und ich habe eigentlich, also ohne die Topfenwickel, da hätte ich den Jakobsweg nicht überlebt. Ja, weil ich habe, glaube ich, nach die ersten 200, 300 Kilometer haben wir schon so die Füße weh da. Da habe ich dann auch vorne am Fußrücken, da verlaufen mir die Sehnen und die gängen dann da irgendwo rein, so in diese Sehnenscheiden, und das hat dann richtig... Beim Gehen, es hat richtig so grömelt, also da war richtig so eine Sehnenscheidenentzündung oder was das war. Es hat richtig weh da. Da habe ich gedacht, scheiße, was tue ich denn jetzt? Und da ist mir halt eingefallen, ja, daheim eben, wenn da was weh da hat oder wenn du dich verstaucht hast, muss ich ja dazu sagen, wir sind ja nie, wenn wir Kinder, ich habe vier Schwestern, und wenn sie da irgendwer was da hat, dann sind wir nie oder was ins Krankenhaus gefahren, sondern da gibt es bei uns in Satellite eigentlich gleich ums Eck, sind so 15 Kilometer, da gibt es so einen Bornrichter, wie wir sagen, also einen Knochenrichter oder einen, das ist eigentlich ein Chiropraktiker, kannst du sagen. Ja. Der was aber eigentlich keiner ist, sondern die machen das halt da schon so seit Generationen, und wenn du halt den Fuß verbögelst, dann bist du da hingegangen, dann bist du erst massiert worden, und dann hat der das da mal angerissen, dann hat es geraucht und dann hat das wieder gepasst. Ja. Also nie in einem Krankenhaus gewesen oder irgendwas. Ja. Und danach hat er eben gesagt, Topfen auflegen. Ja. Und dann hast du dann nach dem Topfen aufgelegt, dann hat das immer wieder gepasst. Und das ist mir dann eingefallen, habe ich gedacht, siehst du, der Topfen. Dann bin ich rein in Billa, habe mir da einen Topfen gekauft. Ne. Und dann in der Pension, weil da war der Patrick noch nicht dabei am Anfang, habe ich mir dann den Topfen aufgelegt. Ne. Der hat super geholfen. Also, ohne den, hätte ich nie geschafft bis Frankreich. Ja. Also nie im Leben. Natürlich, du hast dann alles dabei, da so ein Franzbranntwein und irgendwelche, weiß ich nicht, so habe ich dann auch oben gehabt, wie nennt man das Zeug, Voltaren, so eben, das hat alles nichts gebracht, vollkommen sinnlos, hat nichts geholfen, nichts.
Also die Topfenwickel waren sensationell. Mhm. Und in Frankreich hat aber das nicht mehr funktioniert, weil in Frankreich gibt es keinen Topfen, wie wir den kennen, sondern in Frankreich ist ein Topfen, also bei uns ist ein Topfen also eine feste Konsistenz, mhm, je nachdem, also wie viel Fett das drinnen ist. Und in Frankreich hat der Topfen aber die Konsistenz von Naturjoghurt. Weil die Franzosen, mhm, die dann das irgendwie stärker erhitzen, da kannst du die Milch im Supermarkt, also da gibt es eigentlich nur Haarmilch hauptsächlich. Also die Milch ist da immer in einer Plastikflasche, die wird auch nicht gekühlt und die Milchprodukte selber werden teilweise auch aus dieser Milch gemacht. Und mit dem französischen Topfen funktioniert das nicht. Okay. Bei dem fehlen irgendwelche Inhaltsstoffe, dass der diese entzündungshemmende Wirkung nicht mehr hat. Mhm. Ja. Das kannst du eh alles nachlesen im Internet, wie das funktioniert mit dem Topfen. Also das ist auch, das ist jetzt kein Esoterik, mhm, sondern das kannst du erklären, wie das funktioniert. Mhm. Und das funktioniert wirklich. Also das kann ich jedem nur empfehlen, bevor es da irgendeine depperte Diclofenac-Salben oder was aufgeschmierst oder irgendwelche, mhm, Dinge, leg einen Topfen auf. Ja. Ja. Das weiß keiner. Mhm. Das sind so, das es einfach niemand. Ja. Also das sind, wenn du das irgendwie erzählst, ja, also quasi, das ist so irgendwie so Kreidel und das funktioniert wirklich. Mhm. Ja. Und ja, in Frankreich natürlich, dann muss ich also dazu sagen, der Patrick ist ein bisschen größer wie ich. Und der Hund ist gerannt wie ein Esel. Also ich bin dem nicht nachgekommen. Der hat ein Tempo drauf gehabt, das war sensationell. Er ist dann eben vorne gewesen, dann hat er wieder gewartet auf mich und bin ich wieder nach und dies und das. Also eigentlich war es gescheiter gewesen, ich hätte gesagt, du geh deinen Weg, weil du bist viel schneller wie ich. Ja? Mhm. Er hat den Fehler gemacht, er hat probiert mit ihm mithalten und dann da wieder gerannt und was weiß ich was. Und ja, die Füße haben wir so ein bisschen gesponnen. Ja? Und das habe ich auch nicht mehr wirklich auskurieren können, weil es eben in Frankreich, dieser französische Topfen, der war nicht zum Nehmen. Ja. Mhm. Und eines Tages war es dann so, da sind wir gegangen auf einer ganz normalen Asphaltstraße und es war eigentlich gar nichts. Also es hat jetzt auch zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht wirklich irgendwas großartig weh da. Und einfach während dem Gehen auf einmal jetzt wirklich richtig weh da. Also wie wenn es im Fuß irgendwas zerrissen hätte, wie wenn es da irgendwas gebrochen hätte im Vorfuß. Und ja, scheiße, ne? Dann sind wir halt einmal weitergegangen, dann haben wir niedergesetzt, einmal die Schuhe rausgezogen, haben wir geschaut, siehst du irgendwas, oder irgendwas massiert und hast nichts gesehen, war nicht geschwollen und nichts. Und dann sind wir halt wieder weitergegangen und dann sage ich zum Patrick, der Fuß, das ist, da ist irgendwas, das geht nicht mehr, der Hund tut weh, das ist nicht normal. Und ja, dann sind wir halt noch weitergekumpelt so ein bisschen und der Plan war eigentlich der, eine von meinen Schwestern wohnt ja in Frankreich, in Toulouse, und das war von dort, wo wir waren, ich sage jetzt einmal 300 Kilometer Luftlinie weg. Und der Plan war eigentlich der gewesen, normalerweise, wir wollten, also wir sind noch nördlich von Toulouse quasi, waren wir vorbeigekommen, der nächste Punkt zu Toulouse waren so 200 Kilometer gewesen. Und an dem Punkt, da hätte man sich zumindest mit meiner Schwester getroffen, weil da haben sie mir auch von daheim ein paar Sachen geschickt. Ich glaube, irgendwie neue Schuhe oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Ein paar Sachen auf alle Fälle. Und naja, ich habe dann gesagt, du musst die Schwester anrufen, dass uns die irgendwo holt, weil das wird nichts mehr. Und es sind dann, glaube ich, noch zwei, drei Tage zwar noch weiter marschiert, aber das war eh aus heutiger Sicht eigentlich der größte Fehler, weil ja, du bist halt losgegangen in der Früh, das hat so weh da. Also wirklich seitdem, glaube ich, nie wieder solche Schmerzen gehabt, also solche akuten Schmerzen. Mhm. Und natürlich, dann bist du Zeil kumpelt, ich habe das vorher auch schon kennt. Du hatschst der Zeil und irgendwann dann hatschst du wieder ein und dann geht es wieder. Ja, weil dann natürlich gewohnt sich der Körper wieder da. Aber da habe ich eigentlich damals schon gemerkt, nein, das ist jetzt wirklich was Ernstes. Also das kriegst du so schnell nicht mehr weg. Und dann sind wir halt zu irgendeinem Autobahnknotenpunkt gegangen, was eben für meine Schwester günstig war zum Anfahren und da hat es uns dann geholt mit dem Auto und dann waren wir in Toulouse und hat in Patrick auch mitgenommen, weil wir damals noch nicht gewusst haben, wie geht es jetzt weiter, da haben wir so gedacht, ja, jetzt kuriert es aus und dann gehen wir wieder weiter. Ja. Und wie wir dann da, sag ich jetzt einmal, zwei, drei Tage Pause gemacht haben, da ist dann das erste Mal der Fuß angeschwollen, also richtig, weil vorher hast du nichts gesehen, du bist gegangen, der Fuß, der hat vollkommen normal ausgeschaut, also da war keine Schwellung, keine gar nichts. Und dann habe ich gewusst, das wird nichts mehr. Ja. Und dann habe ich zum Patrick gesagt, du musst alleine weitergehen, weil das wird nichts mehr. Weil wenn ich jetzt drei Tage sitze und kann ich nur zwei Wochen sitzen, das wird nichts mehr. Naja,
Lange Rede, kurzer Sinn. Da haben wir eben wieder da hingeführt, wo wir sie getrennt haben, eben zu diesem Autobahnknotenpunkt in Südfrankreich. Und das werde ich nie vergessen, da war so eine Art Autobahnabfahrt und daneben war so eine Rasenfläche und da war so ein kleiner Stromkasten. So ganz, weiß ich nicht, einen halben Meter hoch. Und da hat er sich aufgesitzt und hat sich die Schuhe angezogen, da haben wir nur fotografiert und dann ja, sind wir halt gefahren. Und danach hat er mir dann erzählt, wie ich ihn dann 2 Monate später oder ja, wieder gesehen habe, dann in Wels, hat er mir erzählt, wie wir gefahren sind. Sind auf einmal aus diesem komischen Stromkasten da haufenweise Wespen raus und haben gestochen. Und er hat sich also eine Allergie gegen dieses Bienen-Wespen-Gift. Hat er geglaubt. Ja. Mhm. Dann hat er sich gedacht, das gibt es jetzt nicht, dass er da jetzt sterben muss. Da. Wir waren gerade um die Kurven, ne, und dann stechen ihm da diese Wespen. Dann hat er voll die Panik gekriegt, aber es ist nichts passiert. Und dann hat er gemerkt, siehst du, anscheinend bin ich doch nicht allergisch gegen dieses Gift. Und dann ist er wieder weitergegangen. Dann hat er durchgezogen dann? Er ist dann bis zum Ende gegangen. Mhm. Ja. Also es war witzig, weil eigentlich der, von dem es keiner geglaubt hat, also ich schon gar nicht, weil ich mir dachte, wie der das Zeug dann nicht beieinander gehabt hat. Und der war auch so schlecht vorbereitet, der hat nichts gehabt, der hat keinen Führer gehabt, der hat gar nichts gehabt. Der ist teilweise, der ist gegangen, dann hat er kein Handy nicht mitgehabt. Mhm. Gar nichts. Und war nicht erreichbar. Deswegen, also selbst wenn ich ihn anrufen hätte wollen und fragen, wie geht's, das war gar nicht gegangen. Ja. Das war dem auch wurscht. Und der ist wirklich, der hat sich orientiert in Österreich, der ist gegangen, hat er gewusst, ja, der Weg, der geht, weiß nicht, ich sage jetzt einmal, Wels, Vöcklabruck bis Salzburg, dann Dümmekam, die ganzen Orte halt, und, ja, wo ist der nächste Ort, und wenn der Weg nicht zum Finden ist, dann ist er halt auf der Straße gegangen, oder halt quer übers Feld bis zum nächsten Ort, dann hat er wieder irgendwen gefragt, hat natürlich kein Mensch hat sich auskennt, ja. Aber er ist durchgekommen irgendwie, ja. Und er ist den Weg dann tatsächlich fertig gegangen. Mhm. Wie ist denn dir gegangen mit dem Abbrechen? Ja, es war furchtbar. Mhm. Weil ich natürlich, ich habe das schon viel länger geplant gehabt, dass ich den Weg gehen will. Und ja, es war schwierig und die Geschichte ist eigentlich auch noch gar nicht vorbei, sondern ich bin dann daheim gewesen. Dann, ja, das mit dem Fuß ist nicht besser geworden. Du hast das nicht in den Griff gekriegt, mit nichts. Dann war ich eh bei unseren Spezialisten eben, den einmal anschauen lassen. Ja, dem ist auch nicht wirklich was eingefallen, ja. Und im Krankenhaus oder was bin ich gar nicht gewesen, weil das ist sowieso alles für ein Hugo. Und dann bin ich, halt 4 Wochen mal umgesessen und war bei ein paar so Spezialisten, wie Orthopäden und so, so Zeiger wie ich, die haben mir alle irgendwas erzählt, was sie nicht geglaubt haben, was das sein könnte. Und ja, es hat halt alles eigentlich nirgends hingeführt, ne. Und dann, jetzt einmal so nach 4 Wochen war es dann wieder so weit, dass ich den Fuß zumindest wieder belasten habe können. Also ist eigentlich wieder gegangen. Es hat sich nur ein bisschen komisch angefühlt. Also wieder gegangen, also ich habe wieder gehen können. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das hilft nicht. Ich muss den Weg weitergehen, es hilft nicht. Ja. Dann bin ich wieder hingeflogen zu meiner Schwester. Es war schon Ende Oktober, Anfang Oktober, ja, oder Ende September. Also eigentlich schon im Herbst. Sehr ist ja wurscht, ich probiere es einfach. Ja. Und ja, ich bin in Toulouse angekommen, war noch einen Tag bei meiner Schwester und dann hat sie mich auch wieder da hingeführt zu diesem Stromkasten. Dann bin ich da oben gesessen und habe mir die Schuhe angezogen. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob der Patrick dann unterwegs war, ich glaube schon. Ja. Er war gerade in Santiago oder was, ich glaube. Ja. Und dann, ja, dann bin ich halt weitergegangen und ich mache es kurz. Es hat, ja, ich bin dann in französischen Weg, das waren noch 400 Kilometer, dann bin ich noch fertig gegangen. Mhm. Aber dann eben den spanischen, das waren dann nur mal 800 gewesen. Und da habe ich dann gesagt, nein, das tue ich mir jetzt nicht mehr an, weil der Fuß habe ich noch weh da. Ja. Und das war nicht in Aussicht, dass das wieder besser wird und es dann schon Herbst geworden. Und ich habe gedacht, nein, das hat einfach keinen Sinn. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, ich war dann im letzten Ort quasi an der französisch-spanischen Grenze in Saint-Jean-Pied-de-Port. Da bin ich dann sogar noch losgegangen Richtung Pyrenäen, quasi noch Richtung Spanien, weil ich dachte, ja, das geht das auch noch. Und dann bin ich so gegangen, ein paar Kilometer auf, dann geht es so also die Pyrenäen so auf über die Grenze, also die Grenze quasi geht genau über die Pyrenäen. Und beim Aufgehen habe ich mir dann gedacht, na,
bringt nichts. Ja. Und dann bin ich noch ein paar Kilometer, bin ich wieder umgedreht und bin wieder hochgegangen. Ja. Dann dachte ich, nein, für was? Es hat keinen Sinn mehr. Es geht nicht. Ja. Ich habe es eh probiert, dass ich es erzwinge, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Es hat nicht funktioniert. Oft so, dass man sagt, im Nachhinein weiß man es hin. Hast du ein Gefühl, warum es nicht hingehört hat? Nein, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Also, ich weiß auch bis heute eigentlich nicht, was da genau jetzt im Spiel war mit diesem Fuß. Und er spinnt eh bis heute. Also, ich kann ihn zwar schon wieder belasten, ich habe jetzt im Alltag keine Probleme damit. Ja. Aber dass jetzt ein Jakobsweg oder was geht, also das war unvorstellbar. Also ich kann gehen ohne Gepäck, sage ich mir so 10 Kilometer ist mein Limit. Dann merke ich, da fange ich wieder an zum Wehtouren. Und über den Punkt gehe ich dann auch nicht mehr raus. Ich denke, für was? Das bringt auch nichts. Weil es ist ja so, wie es ist. Ich habe das auch mittlerweile akzeptiert. Also ich habe da auch mittlerweile nicht mehr damit, aber ich habe lang gebraucht. Ja, weil das war halt dann für mich natürlich, damals war halt das Wandern wirklich das. Das war ja noch bevor ich das Bootsfahren so intensiv angefangen habe, das ist dann erst viel später gekommen. Eigentlich das, was ich machen wollte. Also ich habe noch viele Ideen gehabt, was ich nicht nur alles wandern will und dies und das. Und das war ja undenkbar, dass jetzt quasi dieser Fuß jetzt kaputt ist. Ja? Dass der nicht mehr belastbar ist. Jetzt mit, wie weit war ich da? 2012, da war ich 21. Ja? Das gibt's doch nicht. Jetzt bist du 21 und der Fuß, das gibt's ja nicht, dass der unwiederbringlich jetzt da ruiniert worden ist durch das. Ja. Und dann natürlich bin ich wieder zurück gewesen, da bin ich natürlich überall gewesen. Bei jedem Arzt, glaube ich, wo ich vorstellig, der was irgendwie was zu dem Thema beitragen hätte können, aber kein Mensch hat gewusst, was da los ist. Also, ist dann gerönt worden und MR weiß ich nicht wie oft was und irgendwas haben sie auch gefunden und das ist dann auch behandelt worden, aber ich glaube, das war alles vollkommen für die Fisch. Also, weil du hast halt immer bei dieser bildgebenden Diagnostik, wenn du halt irgendeinen gesunden Fuß durchleist, du findest immer irgendwas. Ne? Dann denkst du, ah, das ist das Problem, das ist das, was du siehst und das behandelst dann, aber ich glaube, dass das mit dem alles nichts zu tun gehabt hat. Ja. Ich weiß nicht, was es war, aber keine Ahnung. Vielleicht war es auch das Problem, dass ich einfach zu lang über die Schmerzen drüber gegangen bin, weil du hast natürlich auch sowas wie ein Schmerzgedächtnis und wenn du sehr lang mit diesem Schmerz gehst, dann programmiert sich dir auch auf eine Art ein und dann wirst du schwer, dass du den wieder wegbringst. Ja. Selbst wenn der Fuß dann irgendwann einmal in einer physikalisch wieder guten Verfassung ist. Ja. Aber da kannst du viel drüber nachdenken, was jetzt da genau der Grund ist oder was. Ja. Okay. Wie lange ist das jetzt? 2012 hast du das gesagt? Ja genau, war der Jakobsweg. Okay. Ja. Genau. Ja, spannend. Weil man sagt ja normalerweise, oder so von der spirituellen Sicht, dass solche Dinge meistens einen Sinn haben. Vielleicht hat es eh einen Sinn, ja. Ich weiß nicht. Ich habe aber auch aufgehört, dass ich solche Sachen hinterfrage. Das ist auch eine Frage, die ich ganz oft gestellt kriege, so quasi, ja, jetzt bist du so viel unterwegs gewesen und alleine und dies und das und was war die Erkenntnis? Und ja, also ich kann eigentlich nur sagen, es gibt jetzt keine ultimative Erkenntnis, es gibt eigentlich nur die Erkenntnis, dass ich sage, ich kann jedem nur raten, dass er nicht den Weg geht, oder nicht so geht, denn was ich gegangen bin, dass er sagt, er muss das jetzt alleine durchziehen und um jeden Preis und was weiß ich was, sondern dass du dich umgibst mit Leid, mit Menschen, die was dir wohlgesonnen sind, ja, und die was dir gut tun. Ja. Weil ich habe immer den Gedanken gehabt, ja, das ist alleine und das taugt mir und da, ja, bist du mal mächtig hart vorgekommen, dass du jetzt quasi da 3 Monate alleine ans Nordkap gefahren bist, aber es ist gar nicht so, dass mir das irgendwas gegeben hat, sondern ich habe gemerkt, ich werde nur komisch und depressiv in der Zeit. Ja. Wenn das über einen gewissen Punkt hinausgeht, wenn du sagst, du bist 2-4 Wochen alleine, das kann auch durchaus eine Bereicherung sein, aber wenn du das übertreibst, ja, dass du wirklich, dass du meinst, du musst zu extrem reingehen in die Sachen, dann ist das für mich kontraproduktiv gewesen. Und ich glaube auch, dass das viel idealisiert wird, weil viele sagen, ja, also quasi, ich möchte da irgendwie gehe in die Einsamkeit und da lebe ich dann irgendwie in einer Hütte im Wald oder was weiß ich was. Und sage ich, ja, das kannst du einmal machen für Zeit, aber du musst aufpassen, dass du den Punkt nicht übersiehst, ob dem es, sie sind jetzt nicht bei jedem gleich, aber zumindest bei mir war es so, deswegen kann ich nur für mich sprechen, dass du zunehmend komisch wirst. Ja.
Also, hat das jetzt geäußert? Ja, kann ich gar nicht so sagen, aber nein, bin eigentlich depressiv geworden dann mit der Zeit. Ja. Also ich habe dann gemerkt einfach, es tut dann nicht gut, ja. Dieses lange Alleinsein, und ich bin halt einer gewesen, ich habe das halt lang, wie soll ich sagen, ein bisschen vielleicht glorifiziert, ja, dass du sagst, ah, das ist jetzt, und das hört sich gut an, dass du sagst, ja, ich bin da hingefahren, ja, alleine, ja, ist eh klar, alleine. Mhm. Aber eigentlich hat es da keinen Spaß gemacht. Ja. Wann hat sich denn das dann geändert, oder wie hat sich das geändert? Du hast gesagt, am Anfang war es halt so, alleinig im Zelt schlafen, war schon nicht diese 4 Stunden überbrücken. Ja. Irgendwann war das ja dann kein Thema mehr. Ja, oder? Das kann ich da schon sagen. Das war so, wie ich dann mit Patrick unterwegs gewesen bin. Zu zweit, dann war das überhaupt kein Thema. Ne? Mhm. Und ich habe mir jetzt im Zelt jetzt nie gefürchtet oder was, dass ich denke, da tut mir irgendwer was, irgendein Mensch oder ein Viech oder sonst was. Sondern ich habe wirklich eigentlich vor der Zeit Angst gehabt. Ja, also vor dem Leerlauf eigentlich, kannst du sagen. Und heute ist es so, wie ich dann wieder alleine unterwegs war am Jakobsweg, also die restlichen 400 Kilometer, da habe ich dann halt alleine im Zelt geschlafen. Und es war dann schon natürlich ein bisschen eine Umstellung, aber seitdem habe ich da überhaupt keine Probleme damit. Also das Zeltschlafen, das macht mir gar nichts. Ja. Und die also, Zeit, die ja das Thema war? Ja, die habe ich halt versucht zum Da habe ich natürlich viel gelesen, also ich habe so ein Kindle habe ich dann dabei gehabt, da habe ich recht viel gelesen und eben auch viel so Podcasts gehört und Musik gehört teilweise auch. Also ich habe schon, grundlegend habe ich was gebraucht, wo ich mir ein bisschen, wie soll ich sagen, entlanghangeln kann. Also jetzt komplett ohne alles, muss ich sagen, brauche ich das auch nicht. In Kindzeit vielleicht zwar, also ich darf jetzt nicht die Krise kriegen oder was, aber es darf mir jetzt da keinen Spaß machen. Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin da jetzt 2 Wochen unterwegs, und habe aber wirklich gar nichts und hucke dann am Abend alleine vor dem Zelt und schaue halt nur in den Sternenhimmel oder was. Ich weiß nicht, also das ist halt, ist einfach nicht mein Fall. Ich tue das zwischendurch schon gern, aber ich habe dann zwischendurch auch gern was, mit dem ich mich ein bisschen ablenken kann. Ja. Ich weiß nicht, ich habe es auch noch nie so exzessiv probiert, dass ich jetzt sage, jetzt lasse ich wirklich einmal alles weg und gehe jetzt ohne Telefon und dem ganzen Zeug eben auf Tour. Ich brauche es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil man muss schauen, dass man es nicht übertreibt. Dass es die ganze Zeit da reinschaust und das Ding ist es auch nicht gut. Aber man sollte auch nicht das andere jetzt glorifizieren, dass du sagst, du hast jetzt wirklich gar nichts zum Tun. Ja, ich weiß nicht, was gescheiter ist. Es ist wahrscheinlich auch typenabhängig. Der eine tut sich leichter damit. Der hat halt dann nicht das, wie soll ich sagen, das Problem, dass er mit dem nicht umgehen kann und ja, bei den anderen ist es halt anders. Ja. Also es sind die Leute einfach auch unterschiedlich. Ja. Das muss jeder selber ausprobieren. Du hast ja damals, also eben für die 4 Monate und für den Jakobsweg, hast du jeweils gekündigt oder eben, es war ja, noch genau. Zivildienst. Also es ist so, ich war damals beim Jakobsweg war es so, da war ich in der zuvor quasi eh noch in der Firma, wo ich quasi meine Lehre gemacht habe. Und da habe ich dann gekündigt und bin dann in den Jakobsweg gegangen und die haben mich aber dann, wie ich dann wieder zurück gewesen bin, obwohl ich das eigentlich nicht geplant gehabt habe, haben mich die dann wieder genommen. Ich habe aber dann eh vorgehabt, dass ich im nächsten Jahr wieder weggehe, deswegen hat es jetzt für mich keinen Sinn gemacht, dass ich mir jetzt irgendeine andere Firma suche, weil es nimmt ja ungern irgendeine Firma, wenn die weiß, du bist eh nach einem halben Jahr wieder weg. Und da war es jetzt auch nicht so, dass mich irgendwie anlernen hätten müssen, ich habe schon alles gewusst. Und sie haben auch gewusst, ich bin nach einem halben Jahr wieder weg und es war ihnen wurscht, weil, ja, also die haben da kein Problem damit gehabt, ja. Weil du hast da generell schwer, dass du Leute findest für diesen Posten, die was erstens schon mal wissen, um was geht und die was das auch durchdrucken. Und ja, also insgesamt haben wir die, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie oft, aber ich bringe es hin, wenn ich darüber nachdenke, von 2012 auf 2013 haben sie mich wieder genommen und dann nochmal von 2013 auf 2014 genau. Da dann auch nur mal. Ja. Da war dann ein Jahr dazwischen, da habe ich dann meine ersten Kanutouren gemacht. Ja. War das oder ist das für dich ein Thema gewesen, irgendwie diese Sicherheit, dass du. Ja, ich muss sagen, ich habe damals eine relativ komfortable Situation gehabt, weil ich habe nur bei meinen Eltern gewohnt, also ich habe jetzt nur keine eigene Wohnung gehabt, sonst war das nicht gegangen. Wenn ich jetzt wirklich eine Wohnung auch zum Zahlen gehabt hätte, die was ich dann wieder kündigen hätte müssen und alles, also das hätte mich dann auch nicht interessiert, weil es ist einfach dann ein unnötiger Aufwand, dass ich da jetzt ständig Wohnung einrichte und ausrahme und wieder Maklerprovision und was weiß ich, was es macht dann einfach für mich keinen Sinn. Ich habe gesagt, ja, jetzt habe ich quasi die Möglichkeit und wie gesagt, ich habe mir das ja immer alles selber
finanziert, aber ich habe halt damals noch keine eigene Wohnung gehabt, deswegen ist das relativ komfortabel gegangen. Und wie schon gesagt, mir hat die Arbeit damals überhaupt keinen Spaß gemacht. Und es war jetzt mal furchtbar, da wieder zurückzukommen, weil dann eben alle gesagt haben, ja, also quasi jetzt bist du eh so lang weg gewesen, jetzt muss ich eh wieder eigentlich nicht so schlimm sein. Und es ist aber de facto so, es ist immer Ärger, ja, weil du bist dann weg gewesen, ne, und wenn du dann eine Zeit wieder dort bist, dann gewohnst du wieder dran, aber wenn du weg warst und du kommst da wieder zurück, wo du eigentlich eh nicht sein willst, ne, das ist eigentlich das Schlimme und das, das würde ich auch nicht nochmal machen. Damals in der Situation, da war ich halt noch nicht fertig, weil da habe ich mir gedacht, gut, im nächsten Jahr möchte ich eh wieder wandern gehen und da habe ich halt noch nicht gewusst, wie das alles weitergeht. Aber das würde ich jetzt auch keinen empfehlen, dass ich sage, in irgendeiner Arbeit, wo ich eh weiß, dass das für mich jetzt eigentlich nicht passt, dass ich da dann ein, zwei, drei Mal wieder zurückgehe. Ja, also da musst du schon auch ein bisschen auf Schmerzen stehen, dass du das antust. Ja. Das ist schon eine Frage, weil wenn du so auch jetzt mit Flusswandern bist, nicht mehr gar so lange unterwegs bist, wie tust du, was du wieder zurückkommst in den Alltag, ins normale Leben? Gar kein Problem. Das ist ein fließender Übergang, weil eben, wie du schon gesagt hast, dass ich mache jetzt keine so langen Touren mehr. Ich bin jetzt meistens, wenn es eine lange Tour ist, wirklich vielleicht zwei Wochen ist das längste. Mhm. Und es passt aber auch für mich, weil wenn ich merke, ich bin jetzt zwei Wochen unterwegs und tue dann relativ viel filmen und alles, und das ist natürlich auch anstrengend. Das ist jetzt für mich auch keine wirkliche Entspannung, muss ich sagen, sondern es ist schon auch so, dass du eigentlich immer aktiv bist. Das ist jetzt kein Urlaub in dem Sinne, sondern es ist auch eine Form der Arbeit eigentlich mittlerweile, kannst du sagen. Fühlt sich der gut an? Ja, aber man muss auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Ja. Also es gibt dann einen Punkt, wo ich mir noch unschlüssig bin, wann der genau erreicht ist, wo es dann grenzwertig wird. Mhm. Ja. Weil wenn es zu extrem reingehst in die ganze Geschichte, das ist eben auch mit dem ganzen Zeug, was du ins Internet stößt und das ist alles. Also das Internet als solches oder diese digitale Welt ist natürlich auch ein riesiger Energieräuber. Ja. Kann da natürlich auch Energie geben, aber kann da auch extrem viel nehmen. Ja. Also du musst einfach da wirklich die Dosis finden, ab wann das für dich noch, wie soll ich sagen, tragbar ist und ab wann das dann eigentlich schon problematisch wird, sage ich jetzt einmal. Ja. Und was da jetzt die richtige Dosis ist, das weiß ich auch noch nicht. Ja. Ist das der Grund, warum du nicht auf Facebook bist, sondern das Ganze über YouTube? Ja, also Facebook habe ich eigentlich immer schon gehasst, muss ich sagen. Ich war am Anfang, wie das aufgekommen ist, war ich dann natürlich auch dabei, weil da weißt du ja noch nicht, was das ist. Ne? Dann meldest du dich halt einmal an. Und ich war sogar mit dem Flusswander-Account, war ich mal ganz kurz bei Facebook. Aber jetzt, ja, eigentlich auch aus der Linie, weil ich gemeint habe, ja, es gibt da bestimmte Firmen und bestimmte Leute, die sind auch auf Facebook und denen ihre Beiträge, die möchte ich mir anschauen, was die da reinstellen und jetzt nicht, weil ich da irgendwie mit Leuten, die ich so privat kenne, da irgendwie austauschen würde oder was, weil da habe ich jetzt kein Facebook oder was dazu. Aber du merkst halt, das Facebook, da hast du halt wirklich das Problem, es ist, auf YouTube ist teilweise auch so, es ist nicht so schlimm, dass du halt immer über irgendwas stolperst, was dich eigentlich anbezieht. Du findest irgendeinen Zeitungsartikel oder was, den irgendwer teilt, über irgendein Thema, wurscht welches, und dann schaust du in die Kommentare und allein, dass du siehst, was da Leute einschreiben, ja, also das ist, ja, also wenn es irgendwo negative Energie gibt, dann ist die dort. Ja. Und da habe ich gesagt, für was schaust du diese Scheiße an? Das ist wirklich, also überhaupt diese ganzen Kommentare da in irgendwelche Zeitungsartikeln oder was, das ist wirklich zu 95% nur Scheiße. Ja. Mhm. Und du lässt dir das durch und du ärgerst dich eigentlich drüber, vollkommen sinnlos, ja? Weil es gibt keinen Grund, dich mit dem auseinanderzusetzen, überhaupt nicht. Ja? Also es ist, es bringt nichts. Ja. Wie hat sich deine Seite aufgebaut oder wie hat sich das entwickelt, dass du da jetzt doch sehr bekannt bist, sehr präsent bist? Ja, es war so, ich habe damals, wie ich angefangen habe mit den Wandertouren, habe ich halt das so ein bisschen eigentlich nur auf Blog-Basis gemacht. Mhm. Ich war jetzt nie eigentlich ein Blogger, sondern ich habe immer schon, wollte ich eigentlich nur Reiseberichte schreiben, und am Anfang habe ich halt so einen vom Blogger, das ist so ein Dienst, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, von Google, gibt es noch immer. Aber ich schaut immer nur so aus wie von 1900, weiß ich nicht was. Furchtbar, hat mich damals schon genervt, weil die einfach nicht weiterentwickelt haben, das war grauenhaft.
Und du hast halt alles immer so strukturiert gehabt, dass eben das, was das letzte eingestellt hast, ganz oben war und die anderen Sachen hast du halt dann nie wieder gefunden. Mhm. Ne? Und ich habe das eben immer schon gesehen, eigentlich so als Infoseiten und nicht, dass ich jetzt sage, was tut sie heute, sondern es ist eingestellt und da sind wirklich nützliche Infos drinnen, aus meiner Sicht natürlich. Mhm. Und möchte natürlich auch, dass das wieder gefunden werden kann. Ne? Und am Anfang habe ich das über dieses Blogformat gemacht bis 2013 und das ist mir eigentlich immer angegangen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt machst du mal eigene Seiten. Und dann habe ich mir eben so Jimdo-Seiten zugelegt, eh. Mhm. Die www.peacewalker.at hat die geheißen. Mhm. Das war damals eben nur vom Jakobsweg. Und da war halt dann alles Mögliche drinnen angefangen, von meinen alten Wanderungen da über den Jakobsweg, über irgendwelche Flussbeschreibungen damals schon rudimentär, bis hin zu irgendwelchen Bunkeranlagen, die was ich mit einer Freundin damals so angefilmt habe, irgendwie zwecks der Gaudi. Das ist eigentlich so ein Sammelsurium an verschiedenen Sachen, die eigentlich nichts miteinander zu tun mhm. gehabt haben. Ja. Und das war eh so bis 2016, also bis nach der Nordkap-Tour. Und dann bin ich eben wieder vermehrt aufs Flusswandern gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich meine, das andere Zeug im Endeffekt, mit dem hast du eh schon angeschlossen, schmeißt das raus, weil es interessiert dich nicht mehr. Es interessiert auch mich nicht mehr, dass ich die ganze Zeit jetzt Anfragen kriege von dem Jakobsweg zeige. Das ist für mich schon so weit weg. Ich rede gern drüber, ja, aber wenn mir dann irgendwelche Leute ständig E-Mails schreiben, ja, was soll ich da für Wanderschuhe und dies und das, ich werde nie wieder wahrscheinlich so eine Tour machen. Ja. Also ich bin einfach der falsche Ansprechpartner. Ja. Freut mich nicht, dass ich solche Sachen beantworte. Deswegen nimm das Zeug raus, dann kriegst du diese Anfragen nicht mehr. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich die Seiten umbenannt von www.peacewalker auf flusswandern.at. Und so ist das dann rein entstanden, dass das eine reine Flussinfo-Seiten geworden ist. Wann hast du angefangen? Weißt du das noch? Generell oder jetzt mit der... Mit der Flusswandern. Das war 2016, Ende 2016, ja. Hast du das irgendwie beworben oder sind die Leute von selber gekommen? Wie sind das gekommen? Naja, also es waren natürlich zum einen schon Leute, also es waren Leute, die was schon auf der alten Seite waren, die was auch damals die Flussbeschreibungen sich schon angeschaut haben, die was ich quasi mit übernommen habe und viele Leute sind natürlich auch weggefallen, die was eben vom Wandern oder wo gekommen sind oder vom Radfahren oder halt so irgendwie drüber gestolpert sind. Und nein, also ich habe da nie irgendwas beworben. Also ich würde ja nie machen. Also ich halte auch diese Werbung, das sehe ich relativ zwiespältig, weil ich sage, du kannst die Sachen nur bis zu einem sehr eingeschränkten Punkt bewerben. Weil wenn es halt irgendwelche Leute gibt, die was mit dir und deinen Inhalten wirklich was anfangen können, dann finden die eh. Die finden die. Ja? Und wenn du das jetzt irgendwann empfiehlst, ja, schau mal da und dies und das, gibt es natürlich auch Leute, ja, die was dann mit dem was anfangen können. Ich glaube, das ist nur ein Bruchteil. Also wenn sie irgendwer wirklich für das, was du machst, interessiert, dann finden die die. Mhm. Also du hast jetzt so eine schlechte Seite, die was irgendwie bei Google nicht zum Auffinden ist oder was. Ja. Aber wenn du halt jetzt irgendeinen Fluss eingibst und paddeln in Österreich, dann kommt halt das erste Ergebnis meiner Seite, das heißt, du kommst gar nicht drum herum. Ja. Ja. Also es war jetzt absurd, wenn ich sage, ich möchte das bewerben, weil es bringt mir ja im Endeffekt auch nichts. Ja. Also ich habe jetzt keine Einnahmen darüber, ob jetzt da im Monat 3.000 oder 10.000 Leute auf der Seite sind. Das ist für mich vollkommen wurscht. Ja. Und also dein inneres Wohlbefinden? Ja, das war schon lange Zeit, habe ich mich wirklich gefreut drüber, eben, wenn möglichst viel los war, aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich sogar eher schon wieder in die gegenteilige Richtung gehen möchte, ja. Weil es teilweise einfach schon zu viel wird. Ja. Sinnlos. Wobei ich gesehen habe, auf deinem YouTube-Kanal, du beantwortest schon jeden Kommentar, oder? Ja, außer es ist jetzt wirklich irgendwas. Ja, also wenn es. Du bedankst dich auch. Ja. Nein. Also, wenn irgendwer wirklich was Nettes schreibt, dann freue ich mich da auch drüber. Ja. Es kann auch irgendwer was schreiben, ich sage, pass auf, Steve, dies und das. Mhm. Überlege mal, denke mal drüber nach, vielleicht dies und das. Also, ich habe auch mit Kritik jetzt kein Problem. Wo ich ein Problem habe damit, das sind halt so Leute, wo du merkst, die sind dir sowieso eigentlich missgesinnt. Ja. Also wo du merkst, dem kannst du es eh nicht recht machen, weil der will eigentlich nur so quasi ein bisschen provozieren oder der ist jetzt nicht daran interessiert, dass er dir wirklich sagt, pass auf, das könntest du verbessern. Das ist ein bisschen gefernste Leine. Mhm. Wo du merkst einfach, weiß ich nicht, was den antreibt oder was. Und das ist das Einzige, wo ich so, also mit solchen Sorgen setze ich mich nicht auseinander. Ja. Ja. Also ich muss dann abwägen, wenn das einmal ist, dann sage ich, gut, dann siege ich drüber, aber wenn der dann meint, der muss da jetzt unter jedem Video seinen Scheiß drunter schreiben, dann schmeiße ich solche Leute raus. Ja. Ja. Weil das bringt mir nichts, weil das fällt auch für mich nicht unter Meinungsfreiheit oder was weiß ich was, weil was habe ich davon, dass ich irgendwo
mein Handy hernehme, mhm, und dann sehe ich so einen Kommentar und dann bin ich einfach schlecht drauf, wenn ich so einen Scheiß lesen muss. Ja. Ja. Für was? Wenn ich eh weiß, der Hund, der schaut sich das nur an, weil er sich darüber aufregen will oder was weiß ich. Mhm. Das kann er eh machen, kann es eh nicht verhindern, ne, wenn er seine Lebenszeit damit verschwenden will. Aber ich will mir den Scheiß nicht durchlesen. Ja. Das bringt mir nichts. Das ist sinnlos. Überwiegend weiß ich schon positiv. Ja, ja, oder? Es ist total. Ja. Ja. Aber es ist halt dann schon so, natürlich, du bist immer gefährdet, ja, dass die ganzen Positiven und das alles, ja. Mhm. Aber es gibt schon Kommentare, die was du merkst, ja, was du denkst, das gibt es ja nicht, ja, dass die Leute so drauf sind. Ja. Also, ja, da gibt es schon wirklich spezielle Leute. Ja. Mhm. Ja, aber du sagst ja, das ist natürlich ein minimaler Anteil. Ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir nicht gedacht, die Kommentare durchgelesen, das sind hauptsächlich ja Leute, die ja wirklich mit der Thematik Flusswandern was zu tun haben, oder? Ja, hauptsächlich. Ja. Die, was zumindest irgendwelche Berührungspunkte haben. Es sind natürlich auch Leute, die jetzt selber noch keine Flusswanderung unternommen haben, die was jetzt gerade anfangen oder was. So wie. Genau, ja. Du hast ja, ich glaube, in irgendeinem Video sagst du, das weiß ich nicht genau, eher nur in Österreich und Umgebung unterwegs oder hauptsächlich? Ja, flusswandermäßig. Genau, also jetzt, ja. Ja, also hauptsächlich eigentlich Österreich, Italien und ein paar osteuropäische Länder. Mhm. Also Tschechien, Ungarn. Das ist eigentlich so mein Revier. Weshalb ist nicht der Yukon oder sonst irgendwas? Weiß ich nicht, das interessiert mich irgendwie nicht. Ja. Ich weiß nicht, mich fasziniert irgendwie Europa, weil ich sage, ich habe da eh alleine in Österreich so viel Zeug vor der Nase, wo ich sage, das was ich noch nicht kenne und wo ich auch persönlich einfach mehr Bezug dazu habe, als wie jetzt zum Yukon. Ja. Weil, schau, wir leben heute in einer Zeit, jeder war schon, ich überspitze jetzt ein bisschen, ja, aber jeder war schon in Thailand, aber die Leute wissen nicht, wie schaut es im oberen Mühviertel aus. Ja. Sind sie noch nie gewesen, ja, wenn du jetzt hier sagst, da weiß ich nicht, Eigenschlägel oder was. Was ist das? Ja. Ja. Und da sage ich halt, das ist ein Wahnsinn, dass du heutzutage so wenig Bezug zu dem hast, was eigentlich vor deiner Haustür liegt im Endeffekt, aber dafür irgendwo in der Weltgeschichte herumreist, was jetzt für mich nicht verwerflich ist, aber ist halt irgendwie nicht mein Weg. Ja. Also ich weiß nicht, diese großen Sachen, mordsweit weg und aufwendig mit Logistik und was weiß ich was, ist für mich schon fast wieder ein Luxus, dass ich sage, ich habe jetzt die, weiß nicht, 3.000-4.000 Euro, was ich brauche, dass ich da jetzt am Yukon fliegen kann und den dann runterfahren kann. Also das Geld nehme ich lieber für was anderes, weil für das Geld kann ich da in Europa 6-7 Touren machen, ja, auch wirklich größere Touren, ja, was ich da nur für den Flug und für die ganze Logistik und fürs Ausbauen von den Booten und dem alles zahle, ich weiß nicht, das ist nicht mein Zugang. Also ich bin auch nicht einer, der was ein Freund davon ist, dass die Leute da jetzt mordsmächtig in der Weltgeschichte herumfliegen in Massen, weil du diskutierst immer über Umweltschutz und was weiß ich was. Und was du aber vollkommen übersiehst bei dem Aspekt, ist halt, dass diese ganze Tourismusindustrie halt das extrem befeuert, dass du halt die Leute von überall hinbringst. Ne? Mhm. Du hast das Gleiche eben bei uns, wie schon gesagt, da hast bestimmte Flüsse, da hast du Betretungsverbote für bestimmte Abschnitte wegen irgendwelche Naturschutzgebiete oder was. Auf der anderen Seite wird es halt mords beworben, dass ich sage jetzt einmal, jedes Monat oder jeden Tag 10.000 asiatische Touristen nach Hallstatt kommen. Ne? Mhm. Da frage ich mich jetzt, was ist jetzt aus Sicht der Natur die größere Belastung? Ja? Die Leute, die da irgendwie am Flussufer sich aufhalten oder zehntausende Touristen, die was da jeden Tag relativ weite Distanzen zurücklegen. Also das ist was, das sehe ich durchaus kritisch und ich bin jetzt keiner, der da irgendwas verteufelt oder was, aber ich sage einfach, für mich ist es irgendwie nicht stimmig im Moment. Ja, vielleicht ändert die auch diese Ansicht irgendwann wieder mal, es kann durchaus sein, aber im Moment, weiß ich nicht, brauche ich es nicht. Gibt es was, was du noch gern, also was du gern machen möchtest? Ja, gibt es genug Sachen. Ja. Also einige Flüsse, die kein Mensch kennt, irgendwo in Ungarn oder zum Beispiel die Donau, eben nochmal fertig gefahren, da bin ich jetzt gerade eben an der ungarisch-serbischen Grenze. Machst du das so etappenweise? Ja, genau, das mache ich etappenweise. Das wollte ich alles einmal in einem machen, aber da habe ich einfach auch mittlerweile nicht die Zeit dafür, weil ich einfach, ja, von der Arbeit, das geht sich nicht aus. Und du musst eben dann auch schon wieder relativ weit fahren, dass du mal da hinkommst. Und dann musst du natürlich dann einmal einen längeren Abschnitt fahren, dass du jetzt wirklich sagst, es zahlt sich auch aus, weil für eine Woche fahre ich da nicht runter. Ja. Weil du hast eine Anreise von mit dem Zug schon eigentlich einen ganzen Tag. Gell. Wir haben jetzt da, wir waren dieses Jahr in Mazedonien,
Das war das erste und einzige Mal, dass wir eigentlich auch wirklich wohin geflogen sind, einmal mit dem Boot. Mhm. Weil es einfach, also da hättest du mit dem Zug hinfahren können, weil du warst 36 Stunden gefahren mit dem Zug und hast, weiß ich nicht, eh gar nicht so arg, aber ich glaube auch dreimal umsteigen müssen. Mhm. Und mit dem Flieger brauchst du halt 1,5 Stunden. Da sage ich, gut, ich meine, ich will mich jetzt auch nicht gewöhnen oder was. Ja, wenn es einen sinnvollen Weg gibt, in dem Fall dann nehme ich den. Also ich bin jetzt auch kein Dogmatiker, aber es muss irgendwie halt zueinander passen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Also muss irgendwie wissen, irgendeinen Sinn ergeben. Für mich, ja, wie das ein anderer beurteilt, das ist denen sehr Angelegenheit. Ja. Das heißt, Donaudelta ist so das ja, Ziel, genau, die Donau. Oder es gibt da so viele Sachen, was ich nur mal fahren möchte. Das sind eigentlich alle österreichischen Flüsse, die ich nur mal fahren will. Ja, alles eigentlich. Ja. Also da, oder in Deutschland auch unzählige Flüsse, wo ich wahrscheinlich nie dazukommen werde, weil, also, selbst wenn du wolltest, dass du da in deiner Umgebung einmal alles fährst, du wirst das nicht schaffen. Es geht sich zeitlich nicht aus. Ja. Also du brauchst gar nicht irgendwo, was Gott, wo hinfliegen, weil du schaffst das nicht einmal, dass du in deinem eigenen Land alles fährst. Das geht nicht. Stresst dich das gerade ein bisschen? Nein, es stresst mich nicht, aber es, wie soll ich sagen, es versetzt mich in Euphorie, was du natürlich alles machen könntest. Mhm. Ja. Du musst halt dann die Prioritäten setzen. Ich meine, die Sachen, die halt weniger interessant sind, die reißt halt hinterher und sagst, gut, wenn es einmal gibt, dann machst du halt das, aber du musst halt schon die lohnenswerten Sachen aussuchen, weil irgendwas, was jetzt eigentlich eh nicht interessant ist, nur dass du sagst, du hast das gemacht, das hat jetzt natürlich auch keinen Sinn. Ja. Also das muss schon irgendwie dafür stehen. Ja. Gibt es was ich nicht gefragt habe, was du noch gern anmerken möchtest, was dir wichtig ist? Nein, eigentlich nicht. Ich habe eh schon so viel gesagt. Dass wir es dabei einmal belassen. Ja, passt. Jetzt müssen wir halt irgendwann einen zweiten Teil machen. Genau. Das auf jeden Fall. Und ja, sag einmal vielen Dank und für die ausführlichen Infos. Gerne. Spannend. Ja, gerne. Ja, geht es euch jetzt auch so, dass ihr am liebsten sofort euren Rucksack packen würdet, um einfach mal loszuziehen? Dann empfehle ich euch, so auf eigene Erfahrung einfach tun und nicht viel drüber nachdenken. Es muss ja nicht gleich mehrere Monate sein. Schon ein Wochenende alleine mal unterwegs kann extrem bereichernd sein. Ja, wer mehr über das Flusswandern erfahren möchte, schaut einfach auf Steves Seite unter www.flusswandern.at und alle Gespräche zum Nachhören sind wie immer unter elisabethnussbaumer.at. Tschüss und bis bald!